Es ist der 19. Juli 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und am Tag der schweren Alpenetappe der Tour de France, an dem auch drei deutsche Fahrer in den sogenannten Besenwagen eingestiegen sind, also aus dem Rennen gegangen sind, schlapp gemacht haben, wollen wir mal gucken, ob die drei Sendegärtner, die heute hier versuchen, die Sendung zu machen, schlapp machen oder nicht. Und damit das aber nicht passiert, haben wir auch noch einen Trainer dabei. Aber ich begrüße erstmal meine beiden Mit-Sendegärtner. Schönen guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und den lieben Lars, der tatsächlich gerade vom Rad gestiegen ist. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Jetzt muss ich echt aufpassen, nicht in die Kiste der schlechten Wortspiele reinzugeraten. Vorsicht, Vorsicht. So, und unser Trainer sozusagen, zumindest unser Mentaltrainer ist auch da, Marti von Podigy. Hallo Marti. Ja, hallo, schönen Abend. Hast du mit Radfahren irgendwas zu tun? Ich ein bisschen mit einem E-Bike. Ah, oh, schön. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man gut durch die Gegend gondeln. Also so Tour de France gucken oder so. Ach so, das meinst du, Jan. Nein, eher wenig. Das finde ich eher gut zum Einschlafen. So, aber ja, das ist genial zum Einschlafen. Also ich finde nichts Gemütlicheres, als wenn man vor der Glotze hockt und da diese Kamerafahrten über irgendwelche Berge oder Schlösser oder so. Und man macht die Augen zu, ist eine halbe Stunde weggedämmert, wird wieder wach und es sieht immer noch genauso aus. Das ist total schön. Ich mag das sehr. Also ich finde die Zusammenfassung definitiv am spannendsten. Ne? Die machen das da immer so schmackhaft schön und spannend am Ende irgendwie. Aber so alles, was dazwischen passiert, naja. Naja, also ich möchte an dieser Stelle alle jene grüßen, die an diesen Handarbeitsgeschichten oder am Spinnmarathon, wie hieß es denn auch, Tour Monika, de Vlies. Doch mal, Tour de Vlies gerade teilnehmen. Das hatte ich gerade vergessen. Das wird ja jetzt, also Spinnen bei dem Wetter, wenn man so schwitzt, ist wahrscheinlich auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ja gut. Ja, wir hatten 14 Tage Pause, also vor 14 Tagen einmal Pause gemacht und wir werden auch wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen nochmal Pause machen, aber das sei uns vielleicht auch gegönnt, es ist ja schließlich Sommer. Warum der Matti hier ist, das werden wir gleich klären, aber wir verraten schon mal so viel. Matti ist einer von beiden Köpfen von Podigy. Köpfengründern, ja. Köpfengründern, Besitzern. Genau, ein bisschen für alles. Von Podigy. Und Podigy ist der, wie kann man sagen, All-in-One-Dienstleister für Podcasterinnen und Podcaster? Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kommt schon hin. Okay. Also wer mit dem Gedanken spielt, einen Podcast aufzusetzen, braucht ja irgendeine Möglichkeit, das, was da produziert wird, auch unters Volk zu bringen. Man kann natürlich eine eigene Seite einrichten. Wir kennen wahrscheinlich alle WordPress und Podlove, aber man kann das auch in Hände von Fachleuten geben, die machen das dann alles schön und einer davon ist Marti. Wir kommen gleich auf die Gartenbank, gehen aber ganz kurz noch einmal auf die neue Ernte ein, aber ja, wir machen erstmal den Trailer zur neuen Ernte. Wenn der Sebastian die einspielt, dann haben die richtig Wumms. Man ist ein bisschen taub, aber ansonsten ist es schön. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an viel Ernte zur letzten Sendung erinnern. Ich habe gerade gesehen, es gab zwei, drei Kommentare. Die letzte Sendung, da ging es ja um die Adis Baikonur-Fahrt, also die Fahrt nach Baikonur von Lars und Pablo. Pablo war unser Gast. So ganz viel habe ich jetzt nicht gehört. Hast du noch was mitbekommen, Lars? Nee. Es gab eben die Kommentare dort, wo ich im Prinzip ja einmal direkt angesprochen worden bin. Da habe ich dann auch direkt geantwortet. Das war also sehr positives Feedback.
Und dann hatte der Arnim noch geschrieben, der ein großes Lob an Martin Rützler abgeben wollte, dass er sich so viel Mühe macht, seinen Namen richtig auszusprechen. Ja, ja, ja. Habe ich mich einmal bemüht. Hat auch funktioniert. Aber das ist so das, was ich von der letzten Episode so wahrgenommen hatte. Ja, ihr habt ja jetzt am Samstag vor einer Woche oder Freitag vor einer Woche hattet ihr die allerletzte Folge von Adlis Baikonur aufgenommen und da habt ihr ja auch den Sendegarten nochmal erwähnt. Ganz herzlichen Dank da an den Pablo, glaube ich, der das erwähnt hatte. Nochmal. Gut. Sonst noch irgendwas? Ob bei dir was angekommen, Sebastian? Zur letzten? Nö, eigentlich nicht. Nee. Nur, dass letzte Woche sich, vor 14 Tagen sich einige gewundert haben, dass kein Sendegarten stattgefunden hat. Ja, also als wenn es die innere Uhr, es hat gegen die innere Uhr verstoßen. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Gut, dann sind wir hiermit schon durch und ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz besonders die Vera grüßen, die jetzt nämlich gerade ein Windows-Update auf ihrem Rechner hat und uns über das Smartphone hören muss. Ja, ja, so ist es halt manchmal. Kommen wir direkt auf die Gartenbank. So, und auf der Gartenbank, wie vorhin schon gesagt, hat Platz genommen der Mati Soika von Podigy. Soika richtig ausgesprochen? Soika ist richtig, ja. Soika ist richtig. Du nennst dich auf Twitter Jaguar. Hat das was mit der großen Katze zu tun? Ja, ein bisschen schon, aber es ist schon 15 Jahre her, dass es irgendwie für mich eine Bedeutung hatte. Das war damals irgendwie ganz am Anfang des Internets so für mich. Irgendwie musste man immer so ein Nickname haben und irgendwie hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie so einen Rucksack oder so mit einer großen Katze drauf und da dachte ich mir so, ja, so mit ein paar Änderungen, was die Schreibweise angeht, kommt es dann schon hin und sieht cool aus. Ja, ich habe, als ich es erstmal nur gesehen habe, aber ich konnte es gar nicht aussprechen und irgendwann, ich glaube heute Nachmittag, kam mir plötzlich der Gedanke, Mensch, das ist doch der Jaguar, der ist eben nur anders geschrieben. Guck mal, genau. Stimmt sogar, sehr gut. Seit wann bist du im Podcast, in der Podcast-Welt unterwegs? Kannst du das noch einschätzen, weißt du das? Ich glaube, also als Hörer jetzt, ist schon eine Weile her. Ich glaube so seit 2007, 2008 irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. Da habe ich meinen ersten Podcast gehört. So. Ja, genau. Da gab es ungefähr, ja. Ja, da gab es noch nicht so viel. Also ich muss auch sagen, damals zu dem Zeitpunkt wohnte ich oder lebte ich gar nicht in Deutschland. Also war mein erster Podcast tatsächlich auf Spanisch. Es war so ein Gaming-Podcast. Warst du in Spanien zu der Zeit? Ja, ich habe 11 Jahre lang in Spanien gelebt. Und in der Zeit, genau, das war dann, ich glaube bis 2010 war ich noch da und 2008, also es ging ein bisschen früher los und so mit dem Podcasting, aber 2007, 2008 irgendwo, dann habe ich so diesen einen Podcast entdeckt, damals auch noch so sehr oldschool MP3 runterladen, aufs Telefon über so ein USB-Kabel übertragen, zum Mitnehmen, aber fühlte sich irgendwie cool an. Dann kamen halt viel mehr Podcasts und so und ja, seit 2013 würde ich mal jetzt sagen, bin ich jetzt so ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen, zuerst als Entwickler und mittlerweile so ein bisschen auch Geschäftsführer von halt dem Podcast Hostingdienst Podigy. Podcast Hostingdienst, so gut, okay. Das heißt seit ungefähr 2013, 2018, seit 5 Jahren machst du das dann ungefähr? Genau, wir machen jetzt mit dem Ben zusammen Podigy seit 5 Jahren. Aha, okay. Den Ben habe ich schon mal sprechen hören zu Podigy bei einer Subscribe-Konferenz. Hätte ich dich auch schon mal irgendwo sprechen hören können oder bist du eher der Mann im Hintergrund?
Jetzt nicht mehr im Hintergrund, leider. Ich war letztes Jahr zum Beispiel in München, habe ich da einen kurzen Vortrag gehalten zu Podigy in einem der Tracks. Hier und da habe ich auch schon in letzter Zeit gesprochen. Warum ich leider gesagt habe, ist halt so, mein Background ist halt schon eher Softwareentwickler, Techie, so ein bisschen nerdig, ne, so. Man traut sich, oder zumindest hat man sich früher nicht so sehr ans Mikrofon oder an die Kamera getraut. Mittlerweile hat man irgendwie, oder habe ich zumindest jetzt keine andere Wahl mehr, als das zu tun. Und mittlerweile geht es ein bisschen besser. Ja, du warst auch bei den Podcast-Helden mit Gordon Schönwälder. Habe ich doch irgendein Foto gesehen vor einiger Zeit mal. Genau, da habe ich auch einen ganz kurzen Slot gehabt, ja. Okay. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, das zu machen? Oder ist Ben auf die Idee gekommen und du hast dann gesagt, Ben, du hast eine schöne Idee, aber du hast keine Ahnung von der Technik, komm, lass mich das mal machen. Oder wie war das? Nee, also tatsächlich, das würde ich nie dem Ben sagen, dass er keine Ahnung von Technik hat. Ne? Bleibt unter uns. Genau, er hört, glaube ich, jetzt sogar live zu, er lacht bestimmt jetzt gerade. Schöne Grüße. Genau, schöne Grüße an Ben. Das war tatsächlich so, dass wir haben uns bei einer Firma kennengelernt, damals in Berlin. Und das war schon eine ziemlich coole Firma, aber doch dann irgendwie sehr alles eingespielt, um nicht zu sagen, doch ein bisschen langweilig manchmal. Und wir hatten Lust, mal was anderes zu machen. Ne? So ein Pet-Project nennt man das irgendwie. Und tatsächlich war das Thema am Anfang nicht ganz so klar, was, ne, also es ist jetzt nicht so, es klingt vielleicht nicht so super spannend, dass wir nicht von Anfang an irgendwie Podcast-Hosting machen wollten. Wir hatten da andere Überlegungen und so, sind aber auch schnell oder haben quasi schnell gemerkt, okay, wir beide sind Podcast-Hörer, uns interessiert auch so ein bisschen die Technik dahinter und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, in vielen anderen Bereichen gibt es schon wirklich super gute Dienste und vor allem jetzt so, sagen wir, deutschsprachigen Raum. Und da haben wir gemerkt, okay, für Podcasting ist noch viel Luft nach oben. Und da, ne, sobald wir irgendwie das erkannt hatten, so diese Idee, Podcast-Hosting zu machen, hat sich das Ganze irgendwie rasant entwickelt. Dann haben wir irgendwie erste Konzepte und Überlegungen und so weiter, ja, gemacht. Und dann, ja, dann ging es einfach los und wir haben einfach nie aufgehört irgendwie. Aber gut, also ein Hoster zu sein, ist ja dann schon sozusagen der goldene Weg. Ne? Also man könnte ja auch, sagen wir mal, sowas wie eine Suchmaschine bauen oder so, dafür gibt es ja auch Beispiele, dass man sagt, ich baue hier ein Verzeichnis, aber dass du dann auch gleich die Hostingdienste mit übernimmst oder ihr die mit übernimmt, das ist ja dann nochmal eine Spur mehr eigentlich. Ja, also da hatten wir tatsächlich auch verschiedene Ideen, auch so das Thema jetzt Verzeichnis stand tatsächlich von Anfang an irgendwie im Raum, aber dann haben wir das ja erstmal runter priorisiert, gedacht, okay, machen wir erstmal die Basics, dass Leute überhaupt komfortabel, sag mal so, das war so ein bisschen die Idee, wir wollen nicht irgendwie einen Hosting-Dienst machen, von denen gab es ja schon ein paar, sondern wir wollten wirklich so ein Zeichen setzen, so okay, es muss simpel sein, es muss einfach gehen, es soll nicht zu kompliziert werden und das war vor 5 Jahren tatsächlich noch ein Riesenthema. Also es war echt vor 5 Jahren noch schwer mit Podcasting anzufangen. Also sowohl als Hörer als auch als Produzent. Und das wollten wir einfach erstmal in erster Reihe einfacher machen. Und das Hosting hat sich dann angeboten, weil auch ein bisschen drumherum haben wir gemerkt, okay, es gibt schon, es gibt die Ausspielplattform, es gibt Aufnahme-Software, so Hosting gab es vielleicht noch nicht so, oder hatten wir waren nicht so wirklich zufrieden mit dem, was wir gesehen hatten. Ja, um das jetzt zeitlich so ein bisschen einzuordnen, Sebastian, kannst du dich erinnern, wann das mit Podlove so losgegangen ist? Wann war das denn so in etwa? Das war wahrscheinlich zum ersten Workshop, wann war der? 2012? Irgendwie so die Richtung, oder? Ich glaube, es war 2012 tatsächlich, ja.
kann ich, irgendwann habe ich das so grob recherchiert. So, Genau, da glaub, war es ja noch so ein Entwickler-Workshop erstmal nur und dann kam ja erst so dieser Podlove-Publisher-Workshop dazu und wo dann auch die Podcasterinnen dazu gestoßen sind. Das war, glaube ich, dann erst 2013 oder so, ja. Und Podigy habe ich das erste Mal 2014 wahrgenommen. Kann das sein? War das auch der Start? Das ist richtig, ja. Also die 2014 war so quasi die erste public-öffentliche Version. 2013 hat die Entwicklung angefangen und irgendwann kam so eine private Beta, geschlossene Testphase. Aber 2014 würde man so als Launch-Datum ja, bezeichnen. Wer ist denn da am Anfang zu euch gekommen? Ich meine, die Jünger Pritlovs, die haben ja wahrscheinlich eher auf Selbsthosting gesetzt. Mhm. Welche anderen Gruppen oder Benutzer oder Anbieter hat es denn da noch gegeben? Also ganz am Anfang natürlich waren es so ein paar Pioniere, würde ich mal sagen. Es gibt so immer so ein paar Menschen, die halt Lust mal haben, was Neues auszuprobieren oder Leute, die wir vielleicht kannten oder einfach, ja, Leute, die sich angehört haben oder gelesen haben, was wir so machen wollen und fanden es vielleicht cool und haben sich dann angemeldet, haben sich auch ein paar bekannte Namen angemeldet, so einfach zum Ausprobieren. So. Natürlich war es 2014 längst noch nicht so weit, dass man, sag mal, ambitionierte Podcaster davon überzeugen könnte. Also es war natürlich in 2014, 2015 sogar noch vom Feature-Set sehr überschaubar. Wahrscheinlich fehlten auch tonnenweise Sachen. Bis heute ist es noch so, dass wenn man selbst hostet, dass man halt schon große Vorteile, was so Freiraum, ne, und Gestaltung angeht von diesem ganzen Setup. Natürlich für den Preis, dass es halt bestimmte technische Kenntnisse voraussetzt. Ne? Es ist halt, am Anfang war es tatsächlich so, im Vergleich zu selbst gehosteten Lösungen war Podigy jetzt nicht so super interessant und das war 2014, würde ich mal behaupten, so das dominierende Setup in Deutschland noch. Ja, man hat ja, also mein Blick auf die Szene, der ist so Technik dominiert, aber doch, ja, doch im Wesentlichen aus der technischen Perspektive, dass da eben jemand ist wie der Tim Pritlove, der da irgendwie sowas vorantreibt und der hat mich auch erstmal auf die Idee gebracht, mir da irgendwo so ein Webspace zu besorgen und WordPress zu installieren. Mhm. Vorher habe ich das mit Typo 3 versucht, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Irgendwie, da bin ich auch einfach nicht genug Fachmann, um da jetzt auch noch mehr Kraft rein zu investieren. Ich fand das dann mit dem Podlove eigentlich schon eine ziemlich komfortable Lösung, weil das schien ja irgendwie so alles so einfach zu sein. Man kriegt es irgendwie hin, aber so richtig, ob ich das jetzt nicht verstanden habe bis ins Letzte, möchte ich doch auch bezweifeln sozusagen. Aber wenn mich heute jemand fragt und fragt mich ja, wie soll ich denn irgendwie veröffentlichen, dann ist meine erste Rückfrage immer, interessiert dich die Technik? Willst du frickeln und basteln und so weiter? Oder hast du eher das Interesse, einen Inhalt zu vermitteln? Also willst du dich redaktionell sozusagen deinen Schwerpunkt setzen oder willst du Bastler sein? Und wenn jemand sagt, nee, Bastler, das will ich eigentlich nicht, dann rate ich immer sofort zu einem komplett Hosting-Dienst und fällt mir natürlich als erster immer euer ein, weil ihr in der Szene gut bekannt seid und einen guten Job macht, soweit ich das eben soweit höre. tatsächlich würde ich sagen, heute ist, wenn jemand sagt, ich mache jetzt hier einen Podcast, weil ich das so toll finde, aber ich habe sonst technisch jetzt nicht so die Lust, mich da einzufrickeln, dann ist das ja eigentlich das beste Angebot, was man kriegen kann. Ja, so, wenn man halt, sag mal, die monatliche Gebühr in Kauf nimmt, die man ja eh bei, wenn man so extra Hosting für den Blog oder so zahlen muss, bezahlen muss, ne? Wenn man das in Kauf nimmt, dann ist es, glaube ich, schon für jemanden, der sich mit der Technik nicht rumschlagen will, schon sehr attraktiv. Jetzt natürlich nicht nur bei uns, sondern generell gibt es andere Hoster, die das natürlich auch gut machen. Bei uns war immer
auch so ein bisschen Fokus tatsächlich von Anfang an auf den deutschsprachigen Raum. Das macht das dann, glauben wir zumindest, noch einen Tick einfacher für viele Menschen, weil es nicht so selbstverständlich ist. Nur außerhalb so von dieser Tech-Bubble gibt es halt Leute, die vielleicht kein gutes Englisch sprechen oder eher komfortabler auf Deutsch so ein Interface bedienen wollen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, machen wir doch auch mal den Werbeblock auf, sozusagen. Also, was ist das, was Podigee so besonders macht? Also ja, wie gesagt, einfach, auf jeden Fall. Das ist immer ein großes Thema bei uns. Immer wenn wir was Neues entwickeln, muss es das Setup nicht viel komplizierter machen, als es aktuell ist. Außerdem glaube ich tatsächlich der menschliche, so auf Englisch Approach, also das Menschliche einfach, dass wir sind da, uns kennen unsere Kunden mit Namen, mit Gesicht, wir stehen für die Firma und wir sind auch da, wenn es mal Probleme gibt. Wir verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Support-Formularen oder so, sondern versuchen tatsächlich da zu sein, wenn es mal Probleme gibt oder wenn man halt nicht weiß, wie man genau irgendwie irgendein Feature benutzt oder was umsetzt. Oder man hat, also es gibt auch Leute, die einfach generische Fragen zum Thema Podcasting haben, weil sie es vielleicht noch nie gemacht haben. Da sind wir immer für solche Menschen da. Und wir kümmern uns wirklich um, soweit es geht, um jeden Einzelnen. Und ja, zusätzlich finde ich auch, dass wir, was Zuverlässigkeit und Performance auch einen guten Job machen. Also ich kann mich in den letzten 5 Jahren an keinen größeren Ausfall von unserer Plattform erinnern. Keine Datenverluste und so. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Und ja, ich glaube, wir sind auch mittlerweile ganz gut auf dem letzten Stand der Technik, beziehungsweise Stand der Podcast-Welt. Wir bieten halt auch immer mehr so externe Verknüpfungen zu Social Media, zu Plattformen. Jetzt seit vielleicht seit 6 Monaten Spotify als Exportziel. Also das sind so Sachen, die quasi um das Hosting selber herum auch entstanden sind. Und aktuell ist die Entwicklung so ein bisschen in Richtung, wir kriegen schon noch sehr viele private Podcaster, aber eigentlich geht der Trend bei uns zumindest jetzt so in Richtung ambitionierte Produzenten, größere Unternehmen, die natürlich dann auch gewisse andere Anforderungen haben, was das Feature-Set oder die Stabilität angeht. Ja. Ja, macht ein interessantes Feld auf zwischen den Hobby-Podcasterinnen und Hobby-Podcastern und den ambitionierteren. Das frage ich mir direkt mal auf. Es ist immer schwer zu differenzieren mit so binär geht es sowieso nicht. Ne? Also eine Dimension ist Privatperson, jemand, der keine Umsatzsteuer-ID hat und jemand, der eine Umsatzsteuer-ID besitzt. Das ist bei uns zum Beispiel intern schon mal ein Unterschied. Und in vielen Fällen überschneidet sich dann auch tatsächlich das, was man erwartet von dem Hosting, ne? Also klar, wenn man es nur exklusiv als Hobby macht, hat man andere Prioritäten oder setzt man halt mehr Wert auf andere Sachen, als wenn man das professionell macht. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, den dicken Fisch habt ihr ja vor einiger Zeit angezogen mit 4000 Hertz, würde ich mal sagen. Das war doch wahrscheinlich einer der größeren, die bei euch untergekommen sind. Oder ja, das war, glaube ich. Tue ich da anderen Unrecht mit? Nee, also 4000 Hertz, das sagen wir immer wieder, war unser erster großer Kunde, so bekannter Name, so, beziehungsweise jemand mit deutlich mehr Downloads als der Durchschnitt bei uns bis dato. Und natürlich als erstes deutsche Podcast-Label, wie sie sich nennen, haben sie halt schon viele Leute erreicht. Viele Leute, die dann gesehen haben, okay, da steckt doch viel Potenzial in dem Thema Podcasting. Und ich glaube, da die haben dann schon zumindest für uns halt indirekt auch sehr viel Werbung dann gemacht, weil sie halt zu uns gekommen sind. Und Leute, die vielleicht früher skeptisch waren und dachten,
das sind halt nur so ein paar Hobby-Podcaster drauf, mal abwarten. Die waren dann irgendwann überzeugt. Ne? Also okay, das scheint zu funktionieren. Wenn 4000 Hertz damit zufrieden ist, dann muss es ja gut genug sein. Und so hat es tatsächlich ja. Als Premium-Podcast-Angebot. Also, ja, klar, es gibt immer so Nuancen, ne? So vielleicht passt jemand einfach das Interface nicht oder irgendwie was anderes. Aber sag mal so ne, grob, wenn man sagt, okay, 4000 Hertz hosted bei Podigy und die Jungs sind zufrieden, das heißt, okay, 80% der Podcaster in Deutschland kann wahrscheinlich auch bei Podigy hosten und nicht unzufrieden sein, so. Die kamen von Soundcloud drüber, ne? Oder? Wie waren die früher bei Soundcloud? Genau, das war auch vielleicht so ein bisschen die Zeit, wo Soundcloud die ersten Probleme hatte. Beziehungsweise da waren es noch nicht mal finanzielle Probleme, sondern eher so, was Stabilität, Zuverlässigkeit angeht, auch Kundensupport. Da kamen wirklich viele Leute zu uns, die sehr, sehr genervt waren mit der Situation bei Soundcloud, weil man das Gefühl hatte, dass das, was früher Podcasting so ein bisschen, also beziehungsweise das Feature Podcasting stand früher im Fokus und plötzlich stand es nicht mehr im Fokus. Plötzlich war es nur so, okay, wir haben es mal entwickelt, das lassen wir laufen, weil ein paar Leute Geld einwerfen, aber wir kümmern uns nicht mehr so wirklich drum. Und dann kamen halt diese ganzen so finanziellen Probleme und ich glaube jetzt so persönlich, so wie ich halt Softwareentwicklung kenne und so Unternehmen, ja, man muss Prioritäten setzen und wenn man Leute entlassen muss, dann muss man irgendwann sagen, okay, wir setzen jetzt den Fokus auf unser Kerngeschäft und das Kerngeschäft von Soundcloud war halt und ist immer noch Audio, also Audio im Sinne von Musik oder Indie-Produzenten und nicht Podcasting. Mhm. Das ja, habt ihr das jetzt voraus sozusagen, also dass ihr euch fokussiert auf Podcast-Angebote. Richtig, ja. Mhm. Ja, und jetzt hat man es auch gemerkt, dass sich bei Soundcloud seit 2016 praktisch technisch nichts getan hat. Ja. Entwickeln die nicht weiter? Nicht, dass ich wüsste. Beziehungsweise ist die große Welle, glaube ich, auch schon ein bisschen vorbei. Die schon umziehen wollten, die sind schon weg irgendwie und die geblieben sind einfach schmerzbefreit sowieso. Und wir warten nicht mehr, gut. Nein, es klingt jetzt sehr, als ob ich hier irgendwie Soundcloud dissen würde oder so. Nein, das geht mir nicht da. Es geht eher nur um, wenn man das als jemand, der sich so ein bisschen mit Podcasting auseinandersetzt, beobachtet, kann man, glaube ich, schon relativ objektiv sagen, okay, Soundcloud war eine wichtige Nummer, so noch bis 2016, ab dann jetzt nicht mehr so. Einfach, weil sie es nicht mehr priorisieren. Oder, ja. Da arbeiten wahrscheinlich aber doch mehr als zwei Leute bei Soundcloud. Ja, kennst du den Spruch, zwei Entwickler können entwickeln in zwei Monaten das, was ein Entwickler in einem Monat entwickelt? Ach so, ich kenne das also, nur so. Eine Frau braucht für eine Schwangerschaft 9 Monate und 9 Frauen brauchen nur 1 Monat, so, das kenne ich. Genau. Da gibt es natürlich viel mehr Leute als bei uns. Aber wie du schon gesagt hast, unser Fokus liegt 100% bei Podcasting und sonst machen wir wirklich nichts anderes. Es ist ja ein kleines Wunder, wenn zwei Personen, eine Zwei-Personen-Firma, wo selbst der Entwickler, du, jetzt auch schon nach vorne geschoben wird, auch in die Öffentlichkeit, also auch deine Zeit nicht mehr 100%, also die du sowieso einsetzen konntest, dass du jetzt Vollzeit bei Podigy beschäftigt bist, das ist ja noch relativ neu, wenn ich deinen letzten oder vorletzten Tweet, den ich da irgendwie zum Thema gelesen habe, richtig verstanden habe. Hast du vorher noch Nebenprojekte gemacht, um das irgendwie zu stemmen? Ja, also ich, sowohl Ben als auch ich waren bis vor kurzem wirklich noch woanders angestellt, entweder als Freelancer oder ich hatte noch so ein Deal mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, dass ich mit der Zeit so ein bisschen das Arbeitspensum reduziere, so ein bisschen auslaufend. Und ja, es war wirklich, kann man sagen, 5 Jahre lang einfach ein Nebenprojekt. Also Podigy war 5 Jahre lang ein Nebenprojekt, bis vor sehr, sehr kurzer Zeit. Was macht ihr denn so richtig, dass es so funktioniert mit zwei Personen? Ja,
Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass das technische Background von uns halt schon geholfen hat. Zumindest so sehe ich das. Oder ja, wenn man vielleicht andere Unternehmen, so kleine Startups sich anschaut, ist meistens das Problem, dass man die Leute einfach nicht findet für die Entwicklung. Ja, und ganz am Anfang, natürlich sind alle anderen Aspekte auch sehr wichtig, ne? Man muss eine Produktvision haben, man muss sich mit Marketing auseinandersetzen, mit Social Media, mit vielen Dingen. Bei uns war es zumindest die ersten paar Jahre tatsächlich Technik und Software. Wir haben uns einfach damit sehr, sehr lange beschäftigt und darauf den Fokus gelegt, und das war vielleicht auch deswegen, sind wir nicht 2014 explodiert und haben irgendwie hunderte Kunden bekommen, weil wir es einfach vielleicht beim Marketing dann nicht mehr so gut gemacht haben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir den Fokus so stark auf die Software gesetzt haben von Anfang an und unser Background halt auch Softwareentwicklung schon war, haben wir, glaube ich, ein ziemlich solides Produkt auf die Beine gestellt. Ja, sowohl was Zuverlässigkeit angeht, als auch so das Feature-Set, der Umfang von dem, was wir halt im Angebot haben, was halt mittlerweile schon recht gut ist, selbst im Vergleich zu zum Beispiel Potlauf oder großen amerikanischen Diensten sehen wir uns aktuell schon ziemlich auf Augenhöhe. Ja. Also das wäre so das eine, glaube ich, das Technische. Das andere ist, wir waren auch von Anfang an immer sehr offen und sehr involviert in der Podcast-Community. Wir haben sehr, sehr viel von der Podcast-Community gelernt, auch viel profitiert, muss man offen sagen. Also die verschiedenen Open-Source-Projekte, zum Beispiel Subscribe-Button oder ganz am Anfang auch wir hatten auch den Podlove Webplayer bei uns. Das hat uns natürlich am Anfang enorm geholfen. Ja, und dann natürlich auch in der Szene zu sein. Man spricht mit Leuten, die sich ein bisschen besser damit auskennen, mit dem Podcasting, oder sind schon viel länger dabei. Das hilft einem natürlich zu erkennen, ja, was ist den Leuten wichtig, wo geht die Reise hin und so weiter. Und das glaube ich, war auch so ein Punkt, der uns am Anfang, also von dem wir bis heute eigentlich profitieren. Hat das ein bisschen nachgelassen? Habt ihr jetzt andere Bezugspunkte, wo ihr euch hin orientiert? Also ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich so eine Trennung. Ja, wie soll ich das sagen? Also es gibt so ein bisschen die Entwickler, die irgendwie versuchen, eine Technik so reif zu machen, dass man damit einigermaßen stabil arbeiten kann. Und es gibt dann Nutzer, die versuchen, das in irgendeiner Art und Weise zu bespielen, auch zu monetarisieren. Also da ist mehr so eine Nutzungsidee und nicht so eine Entwicklungsidee drin. Ich habe so das Gefühl, dass sich da im Moment so ein bisschen was umschwenkt. Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Nutzer als Entwickler. Und das war vor ein paar Jahren noch anders, logischerweise. Ja. Guckt ihr mehr auf die Nutzer oder auch noch nach wie vor auf die Entwickler? Ich glaube, so ganz, ganz ehrlich, wir schauen eher auf die Nutzer aktuell. Einfach aus dem Grund, weil das Podcasting so gewachsen ist, so groß geworden ist in den letzten vielleicht 2 Jahren, vor allem jetzt in den letzten Monaten tatsächlich. Also das Podcasting boomt gerade in Deutschland und quasi deutschsprachigen Ländern. Und ja, wir bekommen das natürlich auch mit, und wir müssen als Unternehmen natürlich auch schauen, wo die Reise hingeht, wo bewegen sich die Trends und wo gehen so ein bisschen die Massen hin oder was erwarten die Massen, und also Massen ist ein bisschen übertrieben, ne? Also, aber die Mehrheit quasi. Aber es ist natürlich immer schon so eine Balance gewesen zwischen beiden Welten bei uns. Es ist nicht so, dass wir eindeutig nur eine Sache machen. Wie viele Kunden habt ihr denn jetzt so ungefähr? Kann man das so mal über den Daumen sagen? Zwischen bis 500, bis 1000 oder mehr noch? Also wir sind aktuell bei über 800. Habe ich heute gecheckt. und es entwickelt sich sehr schnell. Also wir sind, ich kann mal offen sagen, also wir gewinnen über 100 neue Kunden dazu jeden Monat.
Oh. Was? Oh. Ja. Oh. Aktuell, ja. Also das ist quasi so eine Entwicklung. Fetter. Ja. Ja. Also nicht nur, dass immer mehr Leute quasi dazukommen, sondern es wächst natürlich auch schneller. Also das ist wirklich beeindruckend, was sich gerade tut in der Szene. Ja. Gut, wenn die Prozesse alle sehr stabil sind und eure auch eure euer internes und eure interne Abläufe so gut durchprogrammiert sind, dass es da keine Probleme gibt, macht das System das ja mehr oder weniger von alleine. Dann kann ja das ja egal sein, ob da jetzt 100 Leute dazukommen oder 100 Angebote dazukommen oder nicht. Ja, ist also es da, so da, oder da musst du dich auch um die 109 dann immer einzeln kümmern? Musst du die quasi an der Eingangstür begrüßen? Ja, da bringst du mich wieder zurück zum Thema so, warum jetzt Prodigy so gut läuft oder was haben wir gut gemacht. Jetzt glaube ich auch, der Fokus auf Automatisierung haben wir von Anfang an immer gehabt, weil wir so ein bisschen faul sind und mögen manuelle Prozesse halt nicht. Und das ja, zahlt sich jetzt so ein bisschen aus, dass man von Anfang an versucht hat, alles, was geht, zu automatisieren, dass man nicht jeden neuen Podcaster, Podcasterin einzeln irgendwie per Klick noch freischalten muss oder irgendwas. Ne? Also selbst den Importprozess von anderen Hostern zu uns, das haben wir auch schon fast praktisch voll wegautomatisiert. Wir müssen da noch im Hintergrund was machen, aber so für den Benutzer sieht es halt als automatischer Prozess aus und deswegen sind wir auch in der Lage, so viele neue Kunden ja, in einem kürzeren Zeitraum ja, zu uns zu onboarden, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, dass man ja die Menge von Neukunden auch so stemmen kann. Das geht nur über Automatisierung und über Prozesse, die sich schon ja ein bisschen die letzten 2-3 Jahre etabliert haben. Das heißt, du guckst am Monatsende auf deine Statistiken, siehst, ah, da sind jetzt 99 neue, aber ist ja kein Problem, die Rechnungen werden ja automatisch geschrieben. Das ist richtig, ja. Das ist traumhafte Arbeitsbedingungen. Ich glaube, ich wechsle das einsteigen. Ja, also in der idealen Welt wäre das natürlich so, ne, dass man alles automatisch hinkriegt. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Fragen, es gibt die perfekte Knowledge Base mit allen Antworten. keine Ahnung, es gibt nie Zahlungsprobleme, es gibt, ne, also es gibt nie Serverausfälle, es gibt tausende Sachen, die einem so beschäftigen. Trotz dieser ganzen Automatisierung gibt es immer noch so diese Randfälle, diese Edge Cases nennt man das auf Englisch. Ne? Es passieren halt Dinge. Oder Leute haben einfach Fragen oder Leute, es gibt ja auch, muss man sagen, Leute, die einfach nicht fragen mögen, die klicken lieber auf Mail schicken und fragen erst dann. Ne? Also ja, also es gibt genug zu tun auf jeden Fall, selbst wenn man gut automatisiert, weil es gibt immer wieder was und es gibt natürlich auch Neuentwicklungen. Wir müssen auch immer schauen, dass wir auf dem letzten Stand der Technik bleiben. Das ist jetzt letztes Beispiel, diese ganze HTTPS-Geschichte mit Apple, hatten wir so ein bisschen unterschätzt. Jetzt nicht nur technisch, sondern so diese Aufmerksamkeit. Das denkt man fast nicht, aber da haben wohl sehr, sehr viele Leute diese Newsletter gelesen und gemerkt, okay, wir brauchen jetzt dringend HTTPS, macht mal was, ne? Und das sind so die Themen, ne, wo man halt immer wieder zu tun hat mit. Wenn jetzt jemand, wie wir gerade vorhin skizziert haben, mit dem Podcasten so anfängt und macht erstmal so seine ersten Aufnahmen und die sind vielleicht jetzt noch nicht so im Rohmaterial so richtig schön, dann kann man das ja auch ein bisschen veredeln lassen mit Auphonic. Das kennen wir ja auch als Dienstleister. Mhm. Ihr habt mit Auphonic irgendeinen Deal am Laufen, dass man quasi, wenn man bei euch was reinstellt, diese Veredelungsfunktion von Auphonic gleich mit einkauft. Wie ist denn diese Kooperation? Wie funktioniert das? Also die Kooperation, das hat ganz klein angefangen. Wir haben halt über die Community erfahren, okay, es gibt dieses Projekt Auphonic. Man hat sich tatsächlich auch persönlich kennengelernt. Ich glaube, zumindest ich irgendwann in Berlin vor ein paar Jahren, da war der Georg auch bei dem Podcaster-Workshop. Und ja, wir hatten halt auf jeden Fall gesehen, wir hatten, glaube ich, auch einen anderen Dienst schon mal ausprobiert, weil wir halt das ganze Thema Encoding, also das Transkodieren von MP3 in AAC oder von, ne, verschiedenen Input-Formaten in andere Output-Formate. Das war so das Erste, was wir
wonach wir gesucht haben als Dienst. Und dann haben wir natürlich schnell gemerkt, okay, es gibt Auphonic, beziehungsweise wurde uns Auphonic empfohlen, und dann haben wir gemerkt, okay, Auphonic kann nicht nur Audio transkodieren oder ne, so basic Sachen, sondern das kann auch Audioqualität verbessern, das kann Rauschen ne, minimieren oder bestimmte Einstellungen so per Default schon mal so richtig gut machen, dass man sich praktisch nicht mehr drum kümmern muss, um die Audioqualität am Ende, solange der Input mehr oder weniger stimmt. Und ja, wir haben klein angefangen, wir haben darüber gesprochen, wir haben es einfach bei uns, wir nennen es transparent, integriert im Sinne von als Benutzer, wenn man nicht ja, technisch affin ist oder wenn man nicht drauf achtet, dann weiß man nicht mal, dass man da im Hintergrund irgendwie mit Auphonic arbeitet. Ja. Also wir versuchen das natürlich nicht zu verstecken, dass wir sagen immer offen, dass wir Auphonic im Hintergrund verwenden, aber wir versuchen diese ganze Bedienung von diesem Feature so integriert in diesen Workflow zu machen, wie es geht. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und seit jetzt 2 Jahren arbeiten wir so sogar, würde ich mal behaupten, ein bisschen enger zusammen, dass man sich auch austauscht. Eine Zeit lang war Ben auch tatsächlich bei Auphonic beschäftigt als Freelancer. Das hat natürlich auch dann diese Beziehung so ein bisschen gestärkt und den Austausch zwischen ja, Features versus Feature-Requests und so weiter. Und wie ist das mit der Abrechnung? Also wenn ich bei Auphonic was veredeln lasse, kostet mich das ja Gebühren sozusagen. Wenn ich bei euch Kunde bin, kostet mich das auch Gebühren. Sind dann diese Auphonic-Gebühren damit drin? Ist das irgendwie ein Sondertarif oder kriege ich die geschenkt? Und wie wird das denn an den Endkunden weitergereicht? Also die sind, also wir haben natürlich verschiedene Paketstufen und traditionell ist es halt so, das Relevante, also der Unterschied zwischen den verschiedenen Paketen war ganz traditionell einfach, wie viele Stunden Audio man im Monat benutzen kann. Und benutzen heißt so viel wie mit Auphonic kodieren. Das ist halt bei uns schon so, dass wir die Preise so ein bisschen schon uns an der Menge von Auphonic-Nutzung sich richten. Also aktuell nicht mehr nur, also nicht nur Auphonic. Wir haben natürlich viele andere Features, die dann in den verschiedenen Paketstufen verfügbar sind. Aber ja, wir machen das schon so, dass ein Paketpreis, den man bei Podigy bezahlt, Teil davon fließt natürlich in Richtung Auphonic. Also wirklich, wie du sagst, wenn ich es gar nicht weiß, also gehen wir mal wirklich von dem unbedarften, aber audio-liebenden Menschen aus, der jetzt eure Dienste in Anspruch nimmt, der hat einfach dieses Webformular von Podigy, trägt da die Sachen ein, drückt auf den Knopf und am Ende kommt das dann irgendwo gut hörbar raus als RSS-Feed in den gewünschten Formaten und ob da jetzt im Hintergrund Auphonic oder B-Phonic oder wie auch immer, A oder B oder C-Phonic wirkt, das kriege ich gar nicht mit. Merke ich gar nicht. Ja, obwohl ich glaube, es gibt nur das A, kein B und C. So ist wirklich ja. So, ne? Also, nee, was mich zumindest sehr, sehr glücklich macht und stolz so ein bisschen, dass wir von Anfang an halt mit Auphonic zusammenarbeiten, hat jetzt diesen Nebeneffekt, dass viele Podcasts, die natürlich bei uns gehostet sind, also die sagen wir so, Selbsthoster, die machen das traditionell sowieso über Auphonic. Und wir als Alternative zum Selbsthosting in Deutschland, das macht natürlich, glaube ich, so gefühlt so ein bisschen diese durchschnittliche Qualität von dem Audio, was man so findet, in 2018 viel, viel, viel besser als noch in 2013 oder 2014. Also man merkt schon, dass dadurch vielleicht, dass sogar Leute nicht mal wissen, dass es Auphonic ist, aber es trotzdem nutzen, ist so die durchschnittliche Audioqualität im deutschen Podcasting, glaube ich, schon besser geworden. Und das macht mich so ein bisschen glücklich. Ja, das glaube ich mit Sicherheit auch. Also wenn dann noch hinzukommt, dass der Abstand zwischen Mikrofon und Mund möglichst nicht länger als eine Armeslänge geht, ist. also der Klassiker, der Rekorder steht irgendwo in der Kneipe auf dem Tisch und alle schreien von der Entfernung drauf. Da kann dann auch Auphonic meistens nicht mehr helfen. Die können höchstens das Geschirrklappern so ein bisschen ausblenden, aber es bleibt dann trotzdem ein fürchterliches Gemurmel und manchmal etwas schwer verdaulich.
Aber ich denke schon, also die allermeisten, allein dieses Pegelangleichen und ich merke das ja halt auch, also wenn man das Rohmaterial hört und dann die veredelte Fassung, das ist einfach nochmal ein ordentlicher Schritt nach vorne. Ja. Wenn ich, bitte? Nee, ich wollte nur was hinzufügen, ergänzen, das ist halt nicht immer einfach, auch auf unserer Seite, das den allen Leuten zu vermitteln, so warum zahle ich halt vielleicht diesen ne, Bonus extra für Auphonic, ich will das vielleicht gar nicht haben. Ne? Also es gibt so die berechtigte Variante, würde ich mal behaupten, es gibt schon ein paar mittlerweile große Podcast-Studios, die irgendwie vielleicht sogar ihren eigenen Audiomenschen da haben, die brauchen das dann tatsächlich vielleicht nicht, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die einfach diesen Mehrwert noch nicht erkennen oder zumindest vielleicht interessiert die das noch nicht so, ne? Da müssen wir jetzt schon manchmal ein bisschen Leistung auch in die Richtung einbringen, so den Leuten das klarzumachen, wie wichtig es ist, dass diese diese Baseline, ne, einfach stimmt. Klar gibt es dann Unterschiede zwischen Mikroqualitäten und so, aber dank Auphonic ist man schon so mindestens auf so einem Level, dass man sagt, okay, es ist okay. Ja, zumindest die Lautstärke ist dann schon mal angeglichen. Also, ja, genau. Es ist schon, also Rauschen, was weiß ich, Atmosphäre im Hintergrund, das kann störend sein, je nach Thema kann ich das auch tatsächlich weghören. Also das ist manchmal noch verschmerzbar, aber wenn zum Beispiel unterschiedliche Spuren zusammenkommen, die eine sehr laut, die andere sehr leise, das geht in meinem Kopf leider gar nicht. So schnell kann ich nicht immer am Lautstärke drehen oder auch im Auto, dann, ich habe mal irgendwas gehört, da musste ich quasi jedes Mal, wenn der andere sprach, musste ich an den Knopf vom Autoradio rauf, runter, weil es mich sonst wahnsinnig gemacht hätte, weil ich den zweiten halt so schlecht hören konnte, so schlecht verstehen konnte. Naja. Jetzt weiß ich vom Sebastian, dass so Audio immer, also man könnte sagen, Audio ist ein scheues Reh. Also es ist immer so ein bisschen, hat manchmal so seine eigenen Tücken, die verschiedenen Formate sowieso, die alle im Blick zu haben, die verschiedenen Extras obendrauf noch. Also wo kommen die Kapitelmarken rein in das Audio, nicht Bilder rein, nicht und so weiter. Hast du schon immer mit Audioverarbeitung zu tun gehabt oder hast du dich dann speziell da im Jahre 2013 da reingefuchst in das Thema? Ich habe mich 2013 reingefuchst tatsächlich. Also Audio aus der Optik gesehen war aber nie so ein Thema für mich. Nein, da muss ich ganz offen sagen, das war so die erste Erfahrung auch so von innen betrachtet, so sich mit diesen ganzen Nuancen auf technischer Ebene auch auseinanderzusetzen. Obwohl ich sagen muss, auch nochmal zurück zu Auphonic, dadurch, dass wir das an Auphonic auslagern konnten, haben wir uns auch, glaube ich, so einen riesen Wettbewerbsvorteil geschaffen, dass man das nicht selber machen muss. Ja, das ist von Riesenwert eigentlich. Wenn man so knappe Ressourcen, so vor allem zeitliche Ressourcen wie wir hat, dann hilft einem Auphonic einfach enorm, auch schneller voranzukommen. Auphonic hat einfach alles, was man braucht, da kann man Formate als Input eingeben, von denen man nicht weiß, dass sie existieren. Ne? Also, das ist wohl wahr, ja. Ich muss dann schon ein paar Mal recherchieren, so, was ist das für ein Input-Format? Das ist bestimmt kaputt. Und da habe ich so gefunden, so irgendwie so ein obskures Format von 2003 von, keine Ahnung, Apple, ne? Also so proprietär irgendwie. Und das unterstützt auch vorne, kein Problem. Ja. Das ist schon sehr besonders irgendwie. Also da haben sie was Feines zusammengebaut. Ja, auf jeden Kollegen. Fall. Ja. Aber du hast dich zumindest dann so reingefuchst, dass du zum Beispiel sowas wie einen Player so programmiert hast, dass du eine Zeit lang, also Podigy war ja eine Zeit lang Podlove eine Nasenlänge voraus, was die Player-Technologie anging. Da gab es doch so ein leichtes Wettrennen. Wie hast du das gelebt die Zeit? Also zuerst muss ich korrigieren. Also der Webplayer, das ist so 100% Verdienst von Ben. Also okay. Da wo quasi Ben aufhört beim Frontend, fange ich meistens an. Nein, also wir machen alle, also beide machen alles. Aber es gibt natürlich so ein paar Bereiche, wo wir uns so spezialisiert haben. Und der Webplayer, das ist von Anfang an so
ein Projekt vom Band gewesen, also von der Entwicklung her. Natürlich war ich immer dafür, dass man das so macht, weil wir gemerkt haben, okay, das bringt uns auch so einen gewissen Vorteil. Ja, aber auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, das war schon so eine Zeit, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, wir hatten am Anfang an auf den Podlove-Player gesetzt und da hatten wir so ein bisschen gemerkt, okay, das stagniert so ein bisschen. Also vielleicht nicht stagniert, also das hat sich also einfach in einem anderen Tempo entwickelt, als wir es uns gewünscht hätten. So wäre so, das wäre die politisch korrekte Aussage jetzt. Also im Sinne von, wir mussten uns viel schneller entwickeln. Ja, wir wollten uns schnell entwickeln, wir brauchten einfach viel mehr Features und viele Sachen und natürlich ist es halt schon so, wir sind auch große Fans von Open Source und unterstützen auch Open Source Projekte da, wo es geht, aber manchmal sind die Prozesse doch ein bisschen langsamer, als wenn man alles in der eigenen Hand hat und das hat uns so ein bisschen irgendwann dazu gebracht zu sagen, okay, lass uns mal vielleicht unseren eigenen Player zu konzipieren und zu entwickeln. Weil es auch so ein wichtiger Teil ist, einfach von dieser ganzen Distributionsgeschichte, ne? So im Browser vor allem. Und dann hat sich der Ben irgendwann hingesetzt und nach 2 Tagen kam da schon was sehr Vernünftiges raus. Und so eine erste Version quasi, aber die war schon brauchbar, die war ziemlich gut konfigurierbar. Natürlich war sie dann auch gut in unser System integriert. Wir konnten dann diese ganzen Schnittstellen selber definieren und dann auch ändern, wenn nötig. Und das hat uns halt ein Jahr oder zwei schon, glaube ich, so einen gewissen Vorteil gebracht gegenüber Podlove, aber es war nie so ein Wettrennen, so dann nach dem Motto, oh, Podlove kann jetzt das, dann machen wir das auch schnell, sondern wir haben uns so schon eher an dem gerichtet, was die Leute, unsere Kunden haben wollten und ja, es gibt so ein paar Sachen, die entwickeln sich einfach generell in der Podcast-Welt, so jetzt Thema Transkription oder so, das müssen wir uns nicht von Podlove abgucken oder in die andere Richtung, sondern man kommt irgendwann einfach auf sowas, weil man es braucht oder die Leute danach fragen. Ja. Ja, beim Player habe ich mich irgendwann mal gewundert, dass ich tatsächlich in der Podlove-Menüauswahl, welchen Player möchtest du denn gerne, dass da plötzlich dann irgendwann mal der Prodigy-Player auftauchte, nachdem ich eigentlich noch immer im Ohr hatte, dass sich der Tim eher so dagegen geäußert hat. So, nee, nein, wir machen da was Eigenes und naja, die hat doch diesen und jenen Nachteil. Die Produktkritik, also eine übliche Tim Pritlove Produktkritik hat euch überzogen und da hörte ich eher so, nee, damit, das kommt bei uns gar nicht in die Tüte und auf einmal war es dann doch da, wo habe ich gedacht, oh wie schön, jetzt gibt es dann doch irgendwie sowas, wieder was Gemeinsames, nachdem es so ein bisschen nach, jeder kocht sein eigenes Süppchen aussah. So ist es eigentlich schöner, finde ich. Ja, also ich meine, es gab halt es gibt immer noch, glaube ich, die Möglichkeit zu wählen, welchen Player man nutzen will, obwohl ja, fairerweise ist die neueste Version vom Podlove Player wirklich sehr gut. Und ich glaube, wenn man schon den Publisher verwendet, dann braucht man auch nichts anderes als den Podlove Player. Das ist schon so. Bei uns ist halt auch, man muss auch unterscheiden teilweise. Wir haben tatsächlich auch den Podigy Webplayer auch Open Source gemacht. Ja, also der ist halt auch, wenn man sagt, okay, ich habe meinen Blog, meine Webseite und ich will einfach nur den Podigy Player nutzen, aber nicht Podigy als Dienst, das geht auch. Ja. Da muss man natürlich ein bisschen mehr Entwicklungsleistung einbringen, weil man da bestimmte Dinge selber konfigurieren muss. Diese ganze Config-Dateien und so muss man dann selber schreiben, aber grundsätzlich geht das und es gibt ein paar Leute, die das auch machen. Mhm. Die dann da auch noch so ein bisschen drin rumnörden in den Sachen, die ihr da zur Verfügung stellt. Ja, ihr könnt das auch. Es hat im Mai ein Ereignis gegeben, ich glaube, das hat euch doch einiges an neuer Kundschaft noch zugespült, nämlich die DSGVO.
wenn ich das richtig verstanden habe, sind einige aus ihren privaten Angeboten raus und unter euren Schirm gekrochen. Hat man das wirklich so gemerkt bei euch an der Anzahl der Neukunden? Ja, obwohl Großteil kam aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Und zwar, wer sich so ein bisschen mit vielleicht Marketing oder Unternehmenspodcast auskennt, der kennt bestimmt Gordon Schönwälder. Ist sehr auf Facebook sehr aktiv. Und natürlich die Leute, die ihm folgen oder in dieser Facebook-Gruppe unterwegs sind Menschen, die mehr oder weniger einen Podcast haben, um in irgendeiner Form Marketing von ihrem Dienst, ihrer Marke, ne, von sich selber als Selbstständige zu stärken. Und natürlich sind das auch so in erster Linie die Menschen, die dann betroffen sind von sowas wie DSGVO. So ein privater Podcaster, Podcasterin, die müssen sich nicht so sehr, obwohl auch ein bisschen schon, aber ne, weniger als so jemand, der eine Firma hat, der natürlich, da steht natürlich viel mehr im Spiel als nur ein Impressum oder irgendwie so eine Datenschutzerklärung. Ne? Und das sind so, aus der Ecke kamen sehr, sehr viele, weil die waren auch traditionell bei amerikanischen Hostingdiensten. Und ja, die amerikanischen Dienste haben sich zum Großteil entweder hingestellt und gesagt, nö, machen wir nicht. Oder ja, kommt irgendwann und dann kam es nie. Oder es kam, aber dann wusste niemand, ob es tatsächlich so wirklich konform ist oder nicht. Und das haben wir versucht, so gut es geht, richtig zu machen. Und ja, das hat uns dann auch ja einen gewissen Marktvorteil gebracht. Zumindest eine Zeit lang. Jetzt ist das Thema auch schon durch. Weil andere nachgezogen haben? Oder warum ist das durch? Nee, ich glaube, der Hype ist einfach auch schon vorbei. Ach so, wurde, die Entscheidung ja, also, ist, ja. Genau, im Sinne von die irgendwie bei, jetzt sagen wir mal, Lipsen geblieben sind, die gehen jetzt auch nicht weg, weil die gemerkt haben, okay, es werden doch nicht irgendwie am 26. Mai wurden nicht alle irgendwie abgemahnt, ne, und so, und es ist niemand gestorben oder so. Und das war so ein bisschen das Negative an der Geschichte. Wir haben das auch gemerkt, so, das war dann irgendwann schon übertrieben oder so. Wir haben es auch nicht, ja. Die Euphorie, also nein, die Euphorie nicht, also die Panik, die da geschürt wurde, Panik war sicherlich falsch, aber wenn ich ein deutscher Anbieter bin, der sich ans deutsche Publikum wendet, dann sollte ich, wenn ich Marktteilnehmer, also Wettbewerber bin, mich doch mal in Acht nehmen. Also das, auch wenn jetzt der Mai durch ist, das Thema ist nicht vorbei, also da wäre ich vorsichtig an der Stelle. Das ist richtig, nee, aber also ich war vielleicht ja, die Aussage war nicht so konkret. Die war ja bezogen auf die Zahl der Neukunden. Du hast recht, die Welle ist sozusagen durch euer Geschäft. Nur also jetzt zu sagen, ja, ich habe den Stichtag im Mai überlebt, dann werde ich jetzt auch noch die nächsten 10 Jahre überleben, ohne dass ich abgemahnt werde. Also die Wette würde ich nicht gehen, aber mein Gott. Wir wissen alle, dass Verkehrsunfälle passieren und setzen uns trotzdem morgens ins Auto oder aufs Fahrrad und nehmen am Verkehr teil in der Hoffnung, dass nichts passiert. So können natürlich auch alle so argumentieren. Ist auch okay. Ja, also es war jetzt auch nicht so, dass die Leute zu uns gekommen sind, ohne dass wir was machen mussten. Ne? Also das war auch für uns eine ziemlich große Nummer, wo ich auch immer wieder sagen muss, wäre die DSGVO vor 2-3 Jahren gekommen, dann hätten wir wirklich schlechte Karten gehabt. Weil alleine diese rechtliche Betreuung, ja, also wir mussten tatsächlich eine Rechtsanwältin mit Fokus oder Schwerpunkt Medienrecht finden, damit wir halbwegs da irgendwie eine vernünftige Anpassung machen konnten oder beziehungsweise, dass wir vernünftige AVVs, diese Auftragverarbeitungsverträge, unseren Kunden bieten konnten. Also es war nicht so trivial und das eine war halt finanziell, war es halt schon nicht ohne und das andere auch zeitlich. Die ganzen internen Prozesse
nochmal neu durchzuspielen, hat halt den positiven Effekt, dass man vielleicht Sachen auch entfernt hat, die man nicht mehr brauchte, aber es ist immer noch, trotzdem war es immer noch ein großer Aufwand. Ja, aber das wird ja durchaus sehr unterschiedlich betrachtet, diese Regel. Ich persönlich tendiere dahin zu sagen, ja, es macht ja auch Sinn, dass man vielleicht die Daten, die man erhebt, mit einem gewissen Bewusstsein verarbeitet und nicht einfach nur, weil sie eben da sind, irgendwie, ja, nice to have, legen wir sie mal zur Seite, sondern dass man eben dem Benutzer, der da Daten gibt, freiwillig oder weil seine Maschine einfach so gesprächig ist, ohne dass man das großartig abstellen kann, dass man dann doch den Betroffenen immer unter so einem gewissen, sagen wir mal das Wort Überwachungsdruck, das ist nicht ganz richtig, aber ja, also du sammelst da Logdaten und noch, was weiß ich, den Fingerprint vom Browser und was weiß ich, alles mögliche, dass man sich auch dessen nochmal bewusst wird, so als Anbieter, hat das für dich auch nochmal so was geändert im Verständnis da in der Datenverarbeitung? Ja, ich glaube schon. Also ich bin trotzdem, würde ich mal sagen, unterm Strich bin ich für die DSGVO, in der aktuellen Form sogar. Also klar gibt es viel Luft nach oben, man könnte Sachen besser machen. Mein größter Kritikpunkt war, dass man den kleinen Unternehmen halt nicht genug geholfen hatte, dass man das halt, ne, als Kleinunternehmen auch sowas stemmen kann. Aber jetzt aus der Optik betrachtet, dass man sagt, okay, Firmen und Unternehmen gehen nochmal die ganzen internen Prozesse durch und schauen sich an, was werden alles für Daten gesammelt, was wird alles mit diesen Daten angestellt, braucht man das überhaupt? Weil, was glaube ich, die DSGVO so richtig hinbekommen hat, ist, dass es halt verdammt aufwendig ist, Sachen zu dokumentieren, ne, nach diesem, es gibt da wirklich Excel-Tabellen unendlich lang, man muss jeden einzelnen Ablauf dann dokumentieren und wozu und mit wem und hat man mit den anderen Partner irgendwie auch so ein AVV. Also das ist so viel Arbeit, dass man sich überlegt, brauche ich diese Daten echt speichern oder verarbeiten oder lasse ich es einfach, weil ich keinen Bock habe, dieses Spreadsheet auszufüllen und nicht nur auszufüllen, man muss das halt natürlich auch mit der Zeit aktualisieren, wenn sich Sachen ändern. Ja, das ist halt so, das auf Englisch heißt es dann Liability. Ne? Man ist plötzlich für diese Sachen verantwortlich und das hat die Daten haben zusätzliche Kosten dann in der Firma. Und das ist, glaube ich, so das, was die DSGVO richtig gemacht hat. Dass man als Unternehmen plötzlich merkt, okay, Daten sammeln ist nicht umsonst und es muss einfach einen guten Grund für geben, dass ich Daten sammle. Ne? Also es gibt natürlich berechtigte Gründe, wieso man bestimmte Daten sammeln will, ja, also bestimmte IP-Adressen braucht man nun einfach auch als Sicherheitsgründen manchmal und muss man dann dokumentieren, dass man diese sammelt, weil Sicherheit oder irgendwas, aber da, wo man halt keinen Mehrwert von hat oder gar diese Daten überflüssig sind, lässt man es sein und das haben wir so gemacht und zum Glück waren wir nie so diese Hardcore alle Daten sammeln und dann alle Diagramme und Dashboards durchgehen und schauen, was da alles für Statistiken rauskommen und das waren wir nie, aber wir haben schon gemerkt, dass wir an vielen Stellen einfach irgendwelche Daten sammeln, die wir vielleicht gar nicht erst brauchen. Schöne Zusammenfassung. Das aus dem Mund eines Anbieters sozusagen so nochmal zu hören, das tut mir gerade gut. Also ich bin im Grunde auch ein Freund dieser Regeln. Also ich weiß, dass das mit der informationellen Selbstbestimmung im Ideal überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Das haben wir längst aus der Hand gegeben, aber man kann es zumindest so die Idee mal wieder so ein bisschen einfangen. Also dieses Zügellose, dass man dem so ein bisschen entgegenwirkt, da steht was Gutes drin, denke ich auch. Steht was Gutes drin. Das habe ich aber gerade heute gelesen. Ihr entwickelt irgendein Pingback-Verfahren, um Statistiken besser zu machen. Das ist ja ungefähr auch sowas in die Richtung. Oder ihr kooperiert mit irgendwem, das habe ich nicht so ganz verstanden. Was ist da im Busch? Was ist die Entwicklung an der Stelle? Ja, also erstens ist so ein bisschen, der erste Wurf ist mehr PR als wirklich, dass dahinter was Nutzbares steckt, muss man fairerweise sagen, aber wir haben es schon mal angekündigt, weil wir auch so ein bisschen Aufmerksamkeit nur auf das Thema werfen wollen. Hat und funktioniert, herzlichen Glückwunsch. ja, also ich meine, das Thema ist halt, wir merken,
wir stehen als Anbieter immer mehr unter Druck, weil natürlich auch immer mehr im Spiel ist, so finanziell. Es gibt immer größere Podcast-Unternehmen, Labels, Produzenten, Verlage, die einfach auch monetär schauen müssen, ja, wie können wir da ein bisschen mit unseren Formaten Geld verdienen. Das heißt, nicht bei allen natürlich, bei manchen ist es dann so, dass die Werbung einfach die erste Lösung oder Variante ist, für die sie sich entscheiden. Und irgendwann kommt man halt auf diese Schiene, okay, wir müssen unsere Zahlen irgendwie belegen können, ja, unsere Statistiken halt. Und da ist es dann natürlich schon so, dass die Leute danach fragen, okay, wir kommen jetzt aus dem Webbereich und da kann man mit Google Analytics oder mit anderen Tools wirklich so feingranular alles sehen, was so ein Nutzer macht auf einer Webseite, was da alles an Events, ne, getriggert wird, was für Seiten geöffnet werden, hin und her, woher die Leute kommen. Ne? Und das gibt's in der Podcasting-Welt in der Form einfach nicht. Also wir können froh sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, grundsätzlich Statistiken zu sammeln, aber nicht mal die Downloadzahlen sind so richtig gut. Ja, jetzt so technischer Hintergrund ist einfach, das Podcasting ist einfach ein verteiltes Medium. Ne? Also es gibt die RSS-Feeds, die können dezentral gespeichert werden. Dezentral heißt, jeder kann bei sich auf dem eigenen Server oder es gibt halt wie Podigy halt Anbieter, die das für einen machen. Man kann, aber jeder kann seine Inhalte auf seinem Server ausspielen. Und jeder kann auch diese Inhalte dann konsumieren. Das heißt, es gibt dann eine Vielfalt von Clients, ja, also Podcast-Apps, Webbrowser, ja, der Podigy oder Podlove Player. Es gibt einfach hunderte von verschiedenen Clients, die Podcast-Inhalte dann konsumieren können. Das heißt, wir als Anbieter haben nur einen Teil von dieser ganzen Kette in der Hand. Wir können nur sehen, okay, es ist jemand hat auf diese Datei zugegriffen oder es wurde diese gesamte Datei runtergeladen oder ein Teil davon oder nur Stücke, ne? Und aus diesen Daten, die wirklich sehr, sehr, sehr low-level sind und sehr wenig aussagekräftig sind, versuchen wir irgendwie sinnvoll zu ermitteln, was denn nun die Downloadzahlen sind von so einem Podcast. Ja. Das ist verdammt schwer, das richtig zu machen. Und da hatten wir sogar neulich auch ein Problem mit dem Internet Explorer, der sich an bestimmte Standards nicht hält und einfach die Zahlen deutlich höher ausgefallen sind bei vielen. Ja, das sind so die Sachen. Und jetzt, um auf das Thema Podping zurückzukommen. Podping ist einfach eine Art Projekt oder Initiative, um die Podcast-Statistiken doch ein bisschen besser zu machen. Ja. Und mir persönlich geht's, oder uns als Podigy geht's nicht so sehr um das Tracken von Altersgruppen oder so, sondern eher um, dass man zumindest zuverlässig wissen kann, wann jemand auf Play oder Pause gedrückt hat. Wann jemand 20 Sekunden übersprungen hat, weil man da weiß, okay, dann wurde diese Werbung übersprungen. Ja, aus dieser Optik kommen wir so ein bisschen. Und Podping ermöglicht es einfach über so einen Standard, der über auch diese RSS-Feeds von dem Podcast ausgeliefert wird. Also als zusätzliche Tags wird spezifiziert, an welchen Server oder an welchen Dienst man diese Statistiken zurückschicken soll. Ja, und das Ideale ist dann, wäre, wenn jetzt alle Podcast-Clients, ja, also was weiß ich, Pocketcast, Overcast und so weiter, wenn die alle die Statistiken, die sie im Client sammeln können, dann an das entsprechende Backend schicken. Das würde nämlich dann wiederum uns als Anbieter die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, wir wissen zumindest, ja, prozentual, wie viel abgespielt wurde oder von bis oder ob Leute nach 60% der Folge abbrechen oder ne, solche Statistiken halt, die wir sonst halt einfach nicht haben. Ja, kann ich gut verstehen, denn eure gewerblichen Kunden, die wollen ja sowas wie Einschaltquote wissen, damit sie danach entsprechend auch kalkulieren können. Ne? Kann ich mir vorstellen. Hat das denn die Fachanwältin für Medienrecht schon mal durchgeguckt? Noch nicht. nein. Das ist bestimmt ein richtig kniffliges Ding, könnte ich mir vorstellen. Ja, es wird sicher, also es gibt zum Beispiel in dieser Spezifikation, wie das zu funktionieren hat,
sowas wie der Client, also der Client ist halt die Podcast-App oder Podcatcher, ne, kann entscheiden, ob zum Beispiel sowas wie auch persönliche Daten mitgeschickt werden. Und das ist dann schon so vorgesehen, dass man in den, zum Beispiel in der EU vielleicht sagt, okay, der Benutzer, die Benutzerin in dem Podcatcher kann entscheiden, will ich oder will ich nicht irgendwelche Daten schicken. Und das muss dann halt per Opt-in gemacht werden. Und dann wird es weitergeschickt, wenn ja, der Nutzer zugestimmt hat. Genau, also aber trotzdem, klar, wir müssen dann auf unserer Seite schauen, dass wir sagen, dass wir all diese Informationen dokumentieren, alles, was dann potenziell gesammelt werden kann. Und wir müssen natürlich auch beweisen können, dass es per Opt-in gemacht wird und nicht per Opt-out zum Beispiel. Und da sehe ich zum Beispiel unsere Chance wiederum als ein europäischer Dienstleister, zu sagen, okay, wir können auch ein bisschen dann mitbestimmen, was alles nötig ist, damit es zum Beispiel in der EU oder in Deutschland tatsächlich rechtskonform ist. Und da sehen wir halt immer solche Geschichten, zumindest ich bin jetzt persönlich so, bin so ein bisschen nur Optimist, ne? Und auch deine Frage so, weiß die Anwältin schon Bescheid? Ich mache das immer so, ich schaue erstmal, okay, was wäre cool zu haben? Und erst später schauen wir, okay, jetzt lass uns das mal alles klären, wie das rechtlich auszusehen hat, und vielleicht muss man dann das Ganze irgendwie einschränken oder weniger umfangreich machen, aber grundsätzlich machen wir es dann, ne? Und versuchen so ein bisschen diesen positiven Twist davon immer zu finden, dass man sagt, okay, wenn wir von Anfang an dabei sind, können wir vielleicht auch mitbestimmen und das Ganze auch aus der Optik vielleicht besser machen. Ja, also das sollte jetzt auch gar nicht so irgendwie so Seitenhieb sein oder so, sondern eher aus dieser Perspektive Privacy by Default oder Privacy by Design, also im Zuge des Entwerfens, der technischen Möglichkeiten oder der Wünsche, ich würde gerne diese Downloadzahlen oder die Nutzerzahlen oder die Pausentastenbenutzungsstatistik hätte ich gerne, habe auch sagen wir mal, einen wirtschaftlichen getriebenen Grund dafür, der ja durchaus auch anerkannt ist. Also, dass jemand mit solchen Daten Geld verdient, ist jetzt nicht verboten. Also muss es halt dann nur so eintüten, dass es juristisch eben vernünftig abgebildet werden kann, ohne dass der Benutzer oder der Nutzer da irgendwie seine Rechte aufgeben muss, die ihm dazustehen. Also, und das ist ein total spannendes Feld, das auch möglich zu machen unter diesen Spielregeln sozusagen. Das war mehr so die Frage, ob sie das schon mal gesehen hat und ob die so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat oder gesagt hat, spannende Herausforderung. Ja, es gibt ein paar Sachen, die sprechen dafür, ein paar Sachen, die sprechen dagegen. Und also aus eurer Perspektive kann ich das sehr gut verstehen, wenn ich mir vorstelle, vom Jahr oder so, da ging doch irgendwie mal durchs Netz, dass die YouTube Downloadzahlen alle viel zu hoch angesetzt sind und die alles, was dann monetär auf diesen Downloadzahlen läuft, dass das dann alles nochmal neu berechnet werden musste oder so. Da hängt ja richtig was dran. Also wenn ihr plötzlich feststellt, so wie beim Podlove, da wurde doch vor 5 Monaten oder so, wurde irgendwann mal eine kleine Korrektur gemacht. Da, so ich das verstanden habe, hat man versucht, alle Suchmaschinen und Bots, die da irgendwie standardmäßig zugreifen, zu identifizieren und die aus den wahren Nutzern herauszurechnen, und dann war über Nacht waren dann nur noch 70% oder noch weniger der vorher dokumentierten Downloads da. Wenn du jetzt einen Kunde hast, der darauf seine Werbeeinnahmen kalkuliert und dann plötzlich brechen ihm da die Zahlen weg, das hat ja doch Folgewirkungen, und das kann auch auf euch wiederum zurückschlagen, wenn eure Zahlen nicht so belastbar sind, wie eure Kunden glauben, dass sie das wären. Also das ist echt ein schwieriges Gewerbe. Also da möchte ich auch nicht tauschen. Dann möchte ich auch nicht bei euch arbeiten. Ja, also jetzt lustig, dass du es so ansprichst, weil tatsächlich hatten wir, wie schon vorhin erwähnt, dieses Problem mit Internet Explorer identifiziert, jetzt schon, glaube ich, vor 3 Wochen oder so. Vor 2 Wochen kam dann so unsere Stellungnahme, und ja, es war nicht einfach, weil es gab schon ein paar Kunden, die bis
über 30% weniger Downloads plötzlich hatten, ne? Ui. Ui, ja, und wenn die dann noch zusätzlich mit Werbeagenturen in ja, Verhandlungen stecken, dann ist es natürlich umso schwieriger, solche Informationen oder sowas anzukündigen, ne? Dass man das, also wir sehen uns natürlich eher so als, ja, wir haben den Fehler erkannt und gefunden und so schnell es ging gefixt, aber natürlich ist dann die andere Seite, es gibt verschiedenste Interpretationen von dem, was passiert ist dann. Ne? Also es gab schon ein paar, die gesagt haben, okay, eure Zahlen sind aber nicht zuverlässig. Ja, muss man dann, ja. Ist dann, ja, man muss dann einfach schauen, was man macht auch. Aber wir haben uns wirklich dann dafür entschieden, transparent zu bleiben. Ja, zu sagen, okay, es ist nicht einfach, aber wir machen es einfach. Und schön, es ist nicht einfach, wir machen es einfach. Aber also, es ist nicht einfach, so ganz ehrlich und transparent zu sagen, Leute, ja, das war ein Fehler. Wir fühlen uns vielleicht nicht schuld an dem Fehler, aber schon, es betrifft uns alle natürlich jetzt. Und ja, wir müssen einfach das Beste draus machen. Und positiv betrachtet waren wir auch die Ersten, die das Problem gefunden haben. Das muss man dann auch immer so sehen. Aber ja, das ist ärgerlich. Und damit muss man immer noch rechnen heutzutage. Es kann mal wieder passieren. Und das hatten wir in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen nicht so stark wie beim letzten Mal. Also ein paar Prozent hatten wir auch schon mal, nachdem wir ein bisschen optimiert haben. Ja, es ist nicht immer einfach. Und diese Interessen sind einfach da. Die darf man nicht unterschätzen. Ja, aber Transparenz ist, glaube ich, tatsächlich der beste Weg, denn soweit ich das Gespräch so mit Marketingleuten so schon mal geführt habe, der Glaube, also aus dieser Berufsgruppe, der Glaube an diese Zahlen, der ist ja absolut, das ist ja irre. Also jetzt, da werden ja, also was weiß ich, AB-Tests und so weiter, und dann ist ganz klar, dass das eine hat gewonnen gegen das andere, wenn man aber daneben steht und denkt, das hätte jetzt aber möglicherweise auch diese Ursache haben können oder jene, oder also der Zweifel, der ist ständig bei mir, aber bei diesen Marketingleuten nicht. Also für die ist das alles hundertprozentig eindeutig, und weil da sind ja 10 mehr als beim anderen, also muss das ja gewonnen haben. Wo diese 10 mehr herkommen, das ist völlig egal. Ja, also da hast du dann aber auch schwierige Gegenüber, wenn du da sowas versuchst zu erklären. Und vor allem bei vielen ist es dann so, da wo, wie du gesagt hast, diese Marketingabteilung, diese Menschen das ein bisschen unter Kontrolle haben, ne, so dass wenn die irgendwie beteiligt sind an diesen Geschichten, wie zum Beispiel, ja, wie sehen unsere Zahlen aus oder die Vermarktung dann auch monetär und so, ja, das ist dann wirklich Panik. Und das größte Problem ist halt, wir haben gemerkt, dass viele einfach den Wert von ihrem Podcast so 1:1 an diese Zahlen koppeln. Also es ist wirklich so, mein Podcast ist plötzlich 30% weniger wert, weil ein Dude, ne, bei Podigy gemerkt hat, okay, da werden irgendwie irgendwelche Zahlen falsch gerechnet. Also es ist Quatsch, das ist nicht so. Ne? Der Podcast ist weiter da, der ist wahrscheinlich weiter unter den Top 50 irgendwie auf iTunes, wenn man irgendwie solche Statistiken mag oder so. Ne, also der ist weiter, man hat weiter die Community, man hat weiter die Leute, nur die Zahlen sehen halt ein bisschen anders aus, aber und mit sowas müssen wir dann auch im Alltag so ein bisschen kämpfen. Ne? Das ist ja. Ja. Ja, also viel Glück bei Podping, oder Podping hieß das, ne? Podping. Ja. Also sehr Ping, schön. Podcast Pingback heißt es, glaube ich. Pingback, sehr schön dabei. Ja. Und du hast vorhin noch ein anderes Zukunftsthema, was vielleicht schon gar nicht mehr so eins ist, nämlich die Transkription genannt. Siehst du darin irgendeinen besonderen Mehrwert? Also Mehrwert, im Vergleich zu, ich habe keine oder ich habe Transkription, gibt es natürlich den Mehrwert einfach, dass man bestimmte Audioinhalte einfach in Textform dann hat, die dann einfacher durchsuchbar sind, mit denen man unter Umständen ein bisschen mehr Sachen tun kann als nur mit Audio.
Wir haben tatsächlich dieses Feature schon seit knapp 2 Jahren. Es ist nicht so wirklich der größte Hit, aber es ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Nische in der Nische. Ja, also es gibt schon ein paar von unseren Kunden, Kundinnen, die einen Nutzen dafür gefunden haben. Und für die funktioniert das super. Ja. Für die meisten ist es nicht wirklich so, dass man, zumindest wenn man dafür extra bezahlen muss, ist es vielleicht nicht wirklich der, also es ist nicht wert, einfach das zu nutzen oder den zeitlichen Aufwand oder den monetären Aufwand einfach. Ja, als Beispiel, wo es sehr gut funktioniert ist, wir haben ein paar Podcasts, wo es um Sprachenlernen geht, ne? Also sehr naheliegend, wenn man Transkription hat, kann man Menschen, die vielleicht die Sprache noch nicht so gut verstehen beim Aussprechen, nur über die Stimme, die finden dann diese Unterstützung in Form von der schriftlichen Form. Aber abgesehen von diesem Use Case wird es dann schwierig, ja. Obwohl auch da entwickelt sich gerade das Thema ein bisschen. Wir haben neulich gehört, dass Auphonic jetzt auch andere Backends unterstützt, die wohl ein bisschen besser sind, was die Spracherkennung angeht. Weil das ist auch so eine Sache, die Transkripte sind natürlich viel günstiger, als wenn es eine Person macht. Aber die muss man dann noch schon noch ein bisschen korrigieren, wenn man diese Transkription dann an die Hörer ausgeben will auf der Webseite oder so anzeigen will. Ne? Da muss man dann noch mal ran. Das dauert dann nicht so lange, als von vorne alles noch mal runterzuschreiben, aber trotzdem braucht es Zeit. Es gibt jetzt wohl bessere Lösungen als die, die wir jetzt haben. Und dadurch, dass wir das auch über Auphonic machen, sollte es nicht allzu kompliziert werden für uns, das umzustellen, sodass man halt auch von der besseren Qualität profitiert. Aber es ist immer noch so eine Sache, muss man selber ausprobieren und schauen, ob es für einen funktioniert oder nicht. Mhm. Ja, wir machen das ja auch vom Sendegarten hier seit einiger Zeit so spaßeshalber, weil das eben von Auphonic als Zusatzdienst in Verbindung mit irgend so einem Facebook-Tochterdienst oder was kostenlos so angeboten wird. Das, ja. Ja, es ist das böse Facebook, aber also einfach um. Also ich habe es eigentlich aus Neugierde gemacht. Wir haben dann auch mal Facebook gegen, Sebastian, war das Google, der andere Dienst, den wir da eingesetzt hatten? Genau, ja, Google, ne? Hat wir mal genutzt. Da kamen fast dieselben Ergebnisse dabei raus. Das war sehr interessant. Das eine war ein bisschen expliziter in der Formulierung. Da standen ein paar Kraftausdrücke mehr drin als von dem anderen. Das war lustig. Und seitdem, das Google-Ding musste man bezahlen, da hat Sebastian dankenswerterweise irgendwie, war das 7 € oder so, 10 € irgendwie sowas hat er uns. Ja, um die 10 € waren das für die 4 Stunden und die Spuren, glaube ich, werden einzeln berechnet, deswegen ist da kommt da schnell so eine etwas höhere Summe auch zusammen, ja. Das andere ist kostenlos, deshalb läuft das einfach immer so mit, bis sie das irgendwann mal kostenpflichtig machen. Ich glaube, dann schalten wir es auch wieder ab, weil so viel ist es jetzt nicht. Es ist ganz witzig, ich habe den Eindruck, dass manchmal so Sprünge in der Entwicklung drin sind. Dann gibt es so Transkriptionen, die sind voller Fehler, haarsträubend, kaum nachvollziehbar. Und dann plötzlich gibt es wieder Transkriptionen, wo also als hätte es jemand mitgeschrieben, überwiegend korrekt dargestellt. Also das ist etwas schwer vorherzusagen, was da genau am Werke ist. Gut, bleiben wir bei der Sprache, da sind wir auch viel sicherer. Ihr habt jetzt einen eigenen Hauspodcast gestartet. Warum macht er das denn? Ja, erstens, weil es schon fast peinlich war, dass wir keinen eigenen Podcast hatten. es hat einfach lange gedauert, bis wir irgendwie so weit waren, dass wir die Zeit und irgendwie das Format gefunden haben. Aber ja, wir haben jetzt einen ziemlich Meta-Podcast, der Podcast News-Podcast heißt, beziehungsweise einfach Podcast News von Podigy. Und da haben wir uns einfach vorgenommen, das Wissen, was wir zum Teil so im Alltag einfach dazu gewinnen oder die Dinge, mit denen wir uns im Alltag so ein bisschen auseinandersetzen, die einfach mal alle 2 Wochen in einen Podcast zu gießen, weil wir natürlich in dieser ziemlich komfortablen Situation sind, so zumindest in dem Podcasting
Universum, dass wir sehr nah an vielen wichtigen Dingen sitzen, so an der Schnittstelle zwischen den Produzenten und den Hörern und ja, natürlich auch auf technischer Ebene setzen wir uns jeden Tag mit Themen, mit verschiedenen Themen auseinander, die der durchschnittliche Mensch eher damit weniger zu tun hat, aber umso mehr glauben wir, dass wir so ein bisschen Mehrwert dadurch auch schaffen, dass vielleicht ein paar von den ambitionierten Podcastern, Podcasterinnen oder jemand oder Menschen, die es einfach mittlerweile professionell machen, vielleicht auch gewissen Mehrwert finden, weil wir da über Themen berichten, die halt schon ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Und ja, das Wissen kann man vielleicht selber auch, indem man ein paar Newsletter abonniert, sich aneignen, aber vielleicht nicht alles, auch so, weil wir zum Beispiel jetzt neulich über diese Umstellung auf HTTPS gesprochen haben und uns dann auseinandergesetzt haben, wie das dann tatsächlich funktioniert und so, und darüber berichten wir dann. Das wissen nur die wenigsten. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Podcast. Ja, habt ihr auch die Idee, so als Personen ein bisschen sichtbarer zu werden? Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass eine eurer Stärken so das Persönliche, auch die Beziehung ist, dass man also quasi nicht an irgendeinem Formblatt, von einem Formblatt abgewiesen wird, sondern dass man auch mal mit dem Chef direkt reden kann. Ist das auch so der Versuch, diese persönliche Kommunikation über das zwar unpersönliche, aber persönlichere Medium als ein Newsletter zu schaffen, diese Verbindung, oder hat das gar nichts damit zu tun? Doch, doch, also es hat absolut sehr viel damit zu tun. Also das ist auch eigentlich, um das so ein bisschen zu drehen, ist das Problem war, glaube ich, eher bisher, dass wir uns nicht so wirklich noch getraut hatten, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, du, wir machen jetzt einfach einen Podcast, weil wir einfach auch irgendwie diese Erwartungen von uns selber hatten, so das muss auf einem gewissen Level sein, weil wir ja selber irgendwie ja einen Podcast-Hosting-Dienst bieten. Wir können nicht einfach irgendwie einen schlechten Podcast machen und obwohl das eigentlich Quatsch ist, eben haben mit vielen Leuten drüber gesprochen und haben gesagt, macht einfach, ne? Also es wird erstens am Anfang nicht so, dass es halt die Massen hören werden und zweitens ist dann halt so, aber dafür ist vielleicht der Inhalt interessant und mit der Zeit wird es dann immer besser. Aber ja, definitiv ist es halt schon so, gehört zu der Entwicklung, zu dem Prozess, dass wir uns ein bisschen sichtbarer machen als Menschen, ja, dass wir es nicht nur in vielleicht so kleineren Runden bei halt den Community-Treffen oder Konferenzen machen, sondern dass man auch vielleicht ein bisschen übers Internet unsere Gesichter ein bisschen oder Stimmen halt in dem Fall mehr zeigt, und das scheint auch tatsächlich sehr gut zu funktionieren. Wir haben schon so ein paar Kunden von uns oder Leute, die Interesse an Podigy haben, Feedback gehört, weil sie einfach, also zu irgendeinem Thema eine Frage oder irgendein Feedback, weil sie einfach den Podcast gehört haben. Und sie hätten uns nicht über den Blog gefunden, vielleicht nicht unbedingt über Twitter oder so, aber haben den Podcast gehört. Und scheinbar ist es dann auch für uns einfach ein zusätzlicher Kanal, dass die Leute vielleicht, ja, Podcaster mögen halt Podcast hören. Ist ja logisch, ne? Das sollte man annehmen. Hörst du selber auch Podcast? Oder kannst du es nicht mehr ertragen? Ja, also ich höre mehr, als ich eigentlich Zeit für habe. Manchmal habe ich so diese kleinen Pausen, jetzt diese letzte Woche auch privat bedingt und so. Ein bisschen weniger, aber in der Regel habe ich da eine Playlist, die ist unendlich lang und unendlich bunt, würde ich mal behaupten. Ich versuche so viel wie möglich immer zu hören. Mal klappt es besser, mal schlechter. Aber wenn es zeitlich geht, dann, also ich bin eigentlich immer am Podcast hören, sagen wir so. Außer ich arbeite halt, wo ich mich fokussieren muss auf ein Thema, dann geht es natürlich nicht. Aber so, wenn ich meine Freizeit gestalte, dann dreht sich sehr, sehr viel um das Podcast hören. Okay. Weil du ja gleich weg musst und wir ganz am Ende immer so die Blütenschätze haben, hast du irgendwas in letzter Zeit gehört, wo du das Gefühl hattest, das ist besonders gelungen, das hat mich irgendwie angesprochen, wie soll ich sagen, angesprungen, also
Das hat mich besonders bewegt irgendwie. Also das Thema bewegt, da passt tatsächlich ganz gut diese Reihe von 5 Episoden, die 4000 Hertz jetzt ausgebracht hat, diese Liebesgeschichte. Ach so, das mit dem Ende, ne? Genau. Genau. Irgendwas zu Ende, ja. Und also ich muss fairerweise sagen, ich habe nur die 2 ersten Folgen gehört, aber das nur aus zeitlichen Gründen einfach nicht weitergehört jetzt bisher, aber das werde ich noch machen. Aber ich fand es einfach mal interessant zu sehen, dass es noch so Themen gibt, die man sehr selten, ne, in Podcasts findet. Sowas wie Liebe, Beziehungen, also jetzt nicht Sex-Podcasts, ne, also, sondern wirklich auf einer anderen Ebene, dass man das halt selten findet, ja. Und dann noch so eine sehr, sehr intime, persönliche Geschichte, wo man sagt, ist ja logisch. Podcasting, sehr intimes Medium. Warum gibt es nicht mehr von solchen Geschichten? Einfach, wo Menschen ihre eigene Geschichte irgendwie erzählen und in dem Fall halt eine Liebesgeschichte, ja, und wie es zu Ende ging und was es für Probleme gab und so ein bisschen zur Introspektive. Ich meine, ich bin auch großer Fan sowieso von 4000 Hertz, weil ich glaube, die machen immer qualitativ sehr, sehr hochwertige Sachen. Aber dieser Podcast, diese Reihe, hat mich dann doch ein bisschen berührt auch sogar, ne? Weil ich auch teilweise Sachen, also inhaltlich jetzt gefunden habe in diesem Podcast, die mich auch selber berührt haben, weil ich das vielleicht etwas Ähnliches in der Vergangenheit erlebt habe, ne? Oder irgendwie, man identifiziert sich plötzlich auch mit so dem Sprecher und das fand ich halt schon mal was Erfrischendes, was Neues, das findet man nicht so häufig. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe gesehen, dass es produziert wird, aber ich habe noch selber nicht reingehört. Aber jetzt hast du mich ausreichend neugierig gemacht, dass ich dann da doch reinhören muss. Das geht ja nicht anders. Ich hatte letztens aus der Reihe 4000 Hertz das Gespräch mit durch die Gegend mit Gregor Gysi gehört, weil der Macher, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der hatte ja so kryptisch umgeredet. Nee, ich glaube, das war der andere. Davon durch die Gegend? Na, das ist doch Christian Möller? Okay. Ja, müsste sein. Oder gibt es mehr? Hat er so kryptisch drumherum geredet, dass das ja wohl irgendwie, dass das nicht so funktioniert habe. Und dass Gregor Gysi da eben das Thema diktiert hätte und so. Und das, da war ich dann neugierig geworden. Also, das war auch PR. Hat er sehr gut gemacht. ich konnte so einige Aspekte, die er da so aufgeführt hat, gar nicht so richtig nachvollziehen. Also so schlecht fand ich das Gespräch gar nicht. Und ich habe das Problem gar nicht so sehr gesehen wie der Machende selber. Aber fand ich interessant, dass er sich diese Fragen stellt. Mhm. Also habe ich dann auch mit ein bisschen Interesse gehört. Schön. Ich bin jetzt durch mit meinen Fragen. Ich habe mich auch so ein bisschen an die 90 Minuten versucht zu orientieren, aber da du ja jetzt ein Mensch bist aus der Entwicklerperspektive und mit Audioentwicklung, muss ich unbedingt nochmal zum Sebastian quasi rübergeben. Hast du aus der Perspektive des Audio-Bastelns, Audio-Entwickelns vielleicht noch irgendeine Spezialfrage an den Marty? Das würde mich nicht wundern, wenn das so wäre. Oh, ich habe jetzt Angst. Nee, ganz. Jetzt blamiere ich mich meine letzten Frage noch. Nein. Nein, also mir fällt jetzt spontan tatsächlich keine ein, aber vielleicht kannst du aber nochmal so einen Ausblick geben. Was habt ihr jetzt vielleicht noch so? Habt ihr vielleicht irgendein spannendes Thema neben diesem Tracking, wo ihr jetzt vielleicht auch noch dran arbeitet oder so? Ja, also wir arbeiten gerade an, würde ich mal fast sagen, zu vielen Sachen auf einmal. Wir sind so ein kleines Team. Also jetzt neben den quasi Daily Business, ne, den Tagesgeschäft, haben wir dieses Jahr, es steht schon so ein bisschen unter dem Motto Monetarisierung irgendwie. Also wir haben ja vor ein paar Wochen, mittlerweile Monaten, auch angekündigt, dass wir an einer sogenannten Premium-Plattformen arbeiten, die es ermöglichen soll, bestimmte Inhalte zu verkaufen als Podcaster. Da sind wir jetzt schon in dem Endsprint quasi. Das kommt jetzt sicherlich
ja, ich darf nichts versprechen, aber es kommt nicht zu weit in der Zukunft. Also kommende Wochen, die erste Version zumindest davon. Und als zweites, streng geheim, arbeiten wir an einer anderen Form von Monetarisierung. Und zwar geht es ein bisschen eher in die Richtung Werbung oder dynamische Werbung. Da haben wir auch so, schon so ein paar Konzepte, Ideen am Laufen. Das ist aber noch nicht so reif, dass man da irgendwie was Konkretes zu sagen kann. Auf jeden Fall bis Ende des Jahres sind wir mit solchen Themen erstmal beschäftigt. Mhm. Habt ihr denn da so eine Programmiersprache, die ihr am liebsten habt, oder folgt ihr auch dem Trend, irgendwie alle zwei Jahre das Ganze nochmal neu zu schreiben, weil sich irgendwie wieder eine neue Sprache entwickelt hat? Das ist eine sehr gute Frage, weil bisher war es immer so, ich war ein bisschen so der Verrückte, der immer alle zwei Jahre halt diese neue Programmiersprache, ne, the latest shit irgendwie nutzen wollte, und Ben war immer so ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen konservativer, nach dem Motto, mal schauen, vielleicht ist es dann doch zu viel Aufwand und so. Und irgendwann war es bei mir dann, also wir haben es die ganze Zeit mit grundsätzlich mit Ruby on Rails durchgezogen, außer ein paar ja kleine Services nebenbei, die vielleicht aus bestimmten Gründen was anderes brauchen, wie zum Beispiel mehr Performance oder mehr Geschwindigkeit. Da haben wir zum Beispiel für die Statistiken so einen Go-Service am Laufen, der deutlich effizienter ist beim Aggregieren der Daten und so. Aber ja, dank Ben wahrscheinlich sind wir immer noch auf Ruby on Rails eigentlich zufrieden. Und mittlerweile kann ich es mir einfach nicht vorstellen, das, was wir haben, in was anderem umzuschreiben. Das geht einfach nicht mehr. Das ist zu viel, und da sind auch zu viele Stunden und Tage Aufwand in so ein Projekt geflossen und in die Bugfixes und die Verbesserungen. Das geht mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Ja. Was vielleicht ansteht bei uns, ist so ein bisschen Refresh auf der Frontend-Seite. Da hatten wir angefangen, als es noch so die ersten Angular-Versionen gab, so als Frontend-Frameworks. Das ist nicht so gut gealtert. Da gibt es halt schon viel, viel bessere Sachen mittlerweile, Vue.js, React.js und solche Spaße. Und da müssten wir wahrscheinlich ran, weil es einfach auch zum Teil uns dann ausbremst mittlerweile. Aber so der Rest bleibt erstmal so wie es ist alles. Wir schrauben auch viel an, aktuell eher an Infrastruktur, also Skalierung von den Servern, weil es halt mittlerweile nicht mehr so bei uns in Prozessen wie in Servern skaliert wird. Also das ist so ein bisschen mehr, was jetzt dazugekommen ist. Also auf technischer Ebene. Ja, bin ein bisschen abgeweicht von deiner Frage, aber... Nö, nee, das ist doch mal ein ganz guter Einblick so ein bisschen in die Werkstatt sozusagen. Die Server, die betreibt ihr aber nicht selber. Das ist dann auch eingemietet irgendwo, oder habt ihr auch eine kleine Farm noch irgendwo stehen? Nein, um Gottes Willen. Wir haben schon von Anfang an eigentlich so einen Mix aus Cloud und wie heißt das? VPS, also so Virtual Server irgendwo. Also aktuell sind wir noch teilweise bei Heroku, teilweise bei Amazon AWS und teilweise bei Hetzner. Und das bewegt sich so ein bisschen, je nachdem, zum Beispiel, wenn wir irgendeine Komponente auslagern müssen, zum Beispiel dieser Statistikdienst, der wird dann vielleicht, der läuft dann woanders, zum Beispiel bei Hetzner. Jetzt mit dieser Hetzner Cloud-Lösung sind wir super zufrieden. Also günstiger und besser kriegt man einfach Cloud nicht. Vielleicht nicht so feature-complete oder, ne, das ist jetzt kein Amazon oder so, dass man da alle möglichen Datenbanken und Background-Queues und solche Sachen bekommt, aber für die Server selber sind wir mit Hetzner super zufrieden. Und ja, und der Rest läuft noch bei Heroku, mal schauen, wie lange noch, weil es halt schon mittlerweile ein bisschen teuer geworden ist, aber trotzdem noch ziemlich komfortabel. Jo, prima. Ihr guckt auch nach Amerika rüber, um von da noch Kunden zu werben. Wir sprachen eingangs, haben wir glaube ich noch nicht aufgenommen, von der Podcast Movement Veranstaltung, die demnächst in Philadelphia startet.
du bist nicht da, aber der Ben ist da drüben, um Marketing zu machen, um Werbung zu machen, um den großen, wie wie hast du gerade gesagt, Libsyn und na, wie heißen sie denn jetzt? Zwei, drei große Konkurrenz zu machen? Nein, also tatsächlich nicht. Konkurrenz wollen wir nicht machen und wie der Ben das sagt, wir wollen bloß nicht, dass die irgendwie merken, dass über dem Teich auch Podcasts gemacht werden. Also, dass sie das nicht merken? Oder dass sie es nicht merken. Wir wollen das nicht, dass die Libsyns und halt Podbeans dieser Welt nicht merken, dass es uns gibt, so nach dem Motto. Nee, aber eigentlich ist es halt schon so, wir sehen uns nicht, aktuell zumindest nicht in der Lage, sowas wie den US-Markt in irgendeiner Form, ne, anzugehen und zu versuchen, da groß ein Zeichen zu setzen oder das ist einfach schon ein Markt, der ist sehr gesättigt, der ist sehr groß, da werden sehr große Summen bewegt, um überhaupt sichtbar zu werden, ne? Also da ist der Konkurrenzkampf einfach auch so enorm groß, da haben wir aktuell einfach keine Chance. Und und das sehen wir eher nicht negativ, sondern wir sehen es positiv, weil es uns den Fokus deutschsprachig beziehungsweise Europa, ne, so setzen lässt. Und wir bleiben erstmal dabei, dass wir vor allem aktuell noch dieses Jahr mindestens den deutschsprachigen Raum bespielen wollen und uns stark auf den deutschsprachigen Raum fokussieren, weil es uns einfach möglich ist. Aber zumindest mit dem Namen habt ihr schon eine sehr internationale Wahl getroffen. Podigy ist sicherlich auch in Amerika gut auszusprechen und verständlich. Wie ist denn das zu dem Namen eigentlich gekommen? Da gab es auch mindestens einen anderen. Ja, es gab einen Namen, der zum Glück nicht geworden ist. Der hieß, ich glaube, die erste Version hieß tatsächlich Podcast Thing. Also, ne, mit TH statt einfach TI, Podcasting. Natürlich wäre das erstens nicht so einfach auszusprechen, vor allem in Deutschland. Und zweitens so ein bisschen albern doch, ein bisschen. Und ich glaube, irgendwann kam der Ben mit der Idee, Podigy. Aber so richtig, warum Podigy, kann ich nicht mehr sagen. Also ein bisschen vielleicht schon inspiriert von Prodigy, aber dann doch nicht. Naheliegend, ja. Aber zum Glück ist der Name, also der Name wurde schon ein bisschen international gewählt, weil auch unser Motto ist nicht nur deutschsprachig zu machen, sondern wir sind schon offen, also wer von anderen Ländern zu uns kommt, der soll auch auf Englisch klarkommen mit dem Service und deswegen sind wir komplett zweisprachig, praktisch überall gibt es Übersetzungen für alles, aber so rein markttechnisch, Präsenz, Marketing und so weiter sind wir jetzt eher stark in den deutschsprachigen Ländern. Ja, also wir schließen niemanden aus anderen Ländern, aber unser Fokus liegt einfach in den deutschsprachigen Ländern. Gut, jetzt bin ich wirklich durch. Jetzt bin ich so schön richtig warm geworden gerade. Ja, jetzt überlege ich mich dem Lars, der kann ja jetzt weitermachen, würde so schön warm gelaufen. Lars, ich hätte hier einen warm gelaufenen Gesprächspartner für dich. Hast du noch eine Frage an ihn? Eine Frage? Mir kam zwischendurch mal eine Frage, ist jetzt allerdings so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich stelle sie einfach mal. Als ihr so 4000 Hertz bekommen habt und andere Kunden, die jetzt so ein bisschen namhafter sind, wenn man auf die Homepage guckt, dann sieht man einige davon. Wart ihr von den Features her so weit komplett, dass die sich im Prinzip ins gemachte Bett setzen konnten, legen konnten oder waren da noch Anpassungen nötig, weil es ein bisschen spezieller wurde? Also ja, 2016 war es schon noch so, dass man, bevor so ein bekannter Kunde zu uns kam, erstmal ins Gespräch ging, was können wir noch nicht, wann können wir es liefern oder nachliefern quasi. Und
Ja, das war 2016 definitiv noch sehr, sehr häufig der Fall. Zum Glück, mittlerweile wird es immer seltener, dass man für bestimmte Kunden noch irgendwie ein spezielles, besonderes Feature bauen muss oder irgendeine Anpassung. Und wenn, dann nutzen wir es aktuell zu unserem Vorteil, denn wenn jemand als große Firma kommt und sagt, ja, ich brauche aber unbedingt dies oder das, dann redet man vielleicht über eine personalisierte Leistung, die dann vielleicht zusätzlich in Rechnung gestellt wird oder so. Habt ihr denn da Features implementieren können, von denen die anderen dann auch was hatten, oder sind das alles dann schon eher spezielle Sachen, die jetzt das wirklich nur auf, einem Kunden helfen? Also es kommt drauf an. Also wir versuchen immer, wenn es geht, wenn wir was bauen, dass es für alle nutzbar ist. Ne? Also das bauen wir selten irgendwie so ein cooles Feature, von dem nur eine Firma profitiert. Was wir machen ist, wir bauen einfach irgendwelche Anpassungen, Sachen, Designs, die vielleicht ne, anders sind oder zum Beispiel, wenn man sich jetzt die paar Zeitschriften, Verlage anschaut, wie Zeit Online oder Süddeutsche und so, die haben halt, was Design angeht, halt schon ganz, ganz andere Ansprüche als die meisten. Und was die dann machen, ist, die gönnen sich einfach ein Custom Design, ja, und die bezahlen dafür einfach, dass wir es umsetzen oder so. Das ist aber dann nicht so, dass wenn wir für Süddeutsche jetzt ein Design umsetzen, dass man kann da an der Stelle dann nichts draus machen für andere, ne? Also das ist dann ein anderer Fall. Da, wo es geht, wo es ein Feature ist, von dem andere auch irgendwie profitieren können, da machen wir das dann so definitiv. Jo, dankeschön. Dann sind meine Fragen auch durch. Ja, habe ich noch was vergessen zu fragen, Sebastian? Gute Frage. Nee, dann müssen wir es ja auch nicht länger machen als nötig. Also der Martin ist ja schon weit über das Zeitlimit hinausgegangen. Ganz herzlichen Dank, dass du die Flexibilität hast hier. Du hattest ja gesagt, ja, gib mir eine Stunde, anderthalb, jetzt haben wir schon fast zwei. Aber ich fühle mich schon fast schuldig. Sagen, es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen finde ich es super und kein Problem. Okay, das höre ich gerne, danke, dass sich das jetzt nicht in Schwierigkeiten bringt. Ja, dann würde ich dich einfach mit Dank verabschieden. Wir drei machen noch weiter im Sendegarten. Vielen lieben Dank, dass du uns deine Person und euer Projekt so schön nahegebracht hast. Also es ging um Podigy, das ist eine Podcast-Hosting-Dienstleistung. Alles aus einer Hand, also wenn jemand mit dem Podcasten anfangen will und sich jetzt nicht mit der Technik auseinandersetzen möchte und eine einfache Möglichkeit sucht, gegen kleines Entgelt dort quasi alles aus einer Hand zu bekommen, ist Podigy eine gute Adresse, wo man hingehen kann. Einer von beiden Chefs hat heute gerade hier auf der Gartenbank erzählt. Ja, ganz herzlichen Dank, Marti. Und damit entlassen wir den Jaguar, wie er sich nennt, mit Dank von der Gartenbank. Ja, danke euch für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Ja, vielleicht kommst du demnächst nochmal wieder, wer weiß. Wenn ihr irgendwas Tolles ausgeheckt habt, wie die Statistiken so funktionieren wie geschnitten Brot, dann klingel doch mal kurz an und dann erzählst du es hier nochmal. Ja, gut, super. Dankeschön. Alles klar. Dann kommen wir von der Gartenbank runter und gehen ins Querbeet. Ach, ich danke dem Chat. Hier steht schon, das war richtig gut. Danke, Marti. Super. Danke, dass ihr das auch so positiv aufgenommen habt. Im Querbeet, da haben wir ein paar Themen zusammengetragen. Ich gucke mal. Ich fange mal an, das ist schon eine Weile her, der Grimme Online Award 2018. Da hatten wir vorher von erzählt, dass er stattfinden wird und inzwischen hat es die Preisverleihung gegeben. Die drei Podcast-Angebote, das war Halbe Kartoffel, dann... was waren denn da noch drin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Anachronistin und was denkst du denn? Die drei Angebote kann ich erinnern. Die drei Podcast-Angebote sind leider nicht zu den Preisträgern gemacht worden.
überhaupt kein Podcast ist bei den Preisträgerinnen und Preisträgern gewesen. Und Ralf Stockmann hat einen schönen Tweet geschrieben, den zitiere ich mal eben, der ist allerdings schon vom 23. Juni, also der ist schon ein bisschen älter. Und wieder kein Grimme Online Award für einen Podcast. Infotainment, schön und gut, aber gerade in 2018 und Zeiten der AfD wäre der Preis für die Anachronistin ein wichtiges Zeichen gewesen. In meiner Erinnerung wird Frau Nora immer den Pokal in der Hand halten. Das war so schön, das wollte ich euch mitteilen. Das soll es auch schon gewesen sein. Zu dem Grimme Online Award. Jetzt kommen wir wieder zur Technik und der Sebastian hat uns etwas zum SubscribePodLove.org. Nee, das ist gar nicht Technik, ne? Sebastian, ja. Was ist das? Ja, also, ja, der Erik hat so ein kleines Projekt geschrieben, was quasi das Problem angeht, wenn man irgendwie seinen Feed über eine URL teilen will, zum Beispiel in Social Media oder anderen Webseiten, dann ist das ja nach wie vor doch relativ ein bisschen kompliziert. Man kann sich natürlich selber irgendwie so eine Seite einrichten, wo der Subscribe-Button ist. Aber das ist halt nicht für jeden komfortabel. Deswegen gibt es jetzt einen Dienst unter subscribe.podlove.org. Da trägt man seine Feed-URL einmal ein. Die wird eigentlich nur an die URL oben dran gehängt, so gesehen. Und dann generiert das Ganze eine Seite, wo direkt ein Abonnieren-Button ist und wo vielleicht auch in Zukunft noch andere Infos und auch der Link zur Webseite entsprechend erscheint. Und den kann man dann zum Beispiel in Twitter einfach fallen lassen. Das ist auch Twitter-Card-kompatibel, sodass also auch das Podcast-Cover und so weiter dann im Tweet auch entsprechend angezeigt wird. Und auch, ich glaube, diese andere Facebook-Standard wird auch unterstützt, sodass halt auf vielen Webseiten dann auch so ein Vorschaubild generiert wird. Ja, und dadurch kann man halt jetzt relativ simpel über einen Link seinen Abo-Button quasi in die Welt verteilen. Jetzt nochmal für einen ganz doof. Also erstens, ich bin gerade wegen der Subscribe durcheinander geraten, weil da steht nämlich subscribe.podlove.org und da habe ich gerade nicht geschaltet, dachte, das wäre die Konferenz. Nein, das ist die Tätigkeit. Das ist die Tätigkeit, die Technik. Also ich habe jetzt einen RSS-Feed, meinetwegen vom Sendegarten. Ja, genau. Und habe aber keine Homepage. Hast die vielleicht auch, aber du hast vielleicht, der ist halt immer ein bisschen versteckt auf der Webseite. Wenn du jetzt irgendwie nur deine Webseite teilst, dann ist das ja nicht sofort das prominente Ding, was jemandem angeboten wird, wenn man auf die Webseite wahrscheinlich geht. Das ist vielleicht irgendwo oben, aber nicht, also du hast die Intention eigentlich direkt, dass jemand mit dem Link, den du jetzt teilst, abonniert bei dir. Also dieses in your face, ja? Also genau. So, patsch. So, okay. Let me Google that for you. und dann gebe ich jetzt auf der Seite subscribe.podlove.org, gebe ich meinen RSS-Feed an. Genau. Und dann baut er mir eine URL, also eine Seite, wo nur ein Subscribe-Button drin ist, mit dieser von dir genannten URL-Erweiterung da. Und die kann ich dann teilen. Genau. Ah, okay. Ah, ja, ich habe hier nochmal, Erik schrieb ja, I made a thing, turn any podcast feed into a page with the podlove.org subscribe button for easy sharing on Twitter, even if the podcast website doesn't have a podlove subscribe button. Und das hat mein Hirn verdreht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe es auch nie ausprobiert. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es aber ungefähr verstanden, was gemeint ist. Genau, also da sind auch noch wesentlich mehr Ideen noch dahinter, die wahrscheinlich auch irgendwie mal jetzt bald umgesetzt werden, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, wann Erik auch dazu kommt oder was überhaupt noch umgesetzt wird. Aber das sind jetzt so die ersten Dinge, die da in der Pipeline sind und da wird noch wahrscheinlich mehr kommen. Okay, ach, das Exempel hätte ich ja vielleicht auch mal aufmachen können. Man hätte sich ja mal damit okay. Ja, also auf der Webseite gibt es dann nur den Subscribe-Button. Genau. Gut. I made a thing. Ja, he did it. He did it. Schön. Lars, wolltest du da noch was zu erzählen?
Nö. Oder wolltest du mich nur korrigieren, weil ich hier Quatsch erzähle? Das wäre sehr nett. Nee, ich wollte eigentlich nur einen blöden, flachen Witz machen, aber ich glaube, das ging ein bisschen runter und passt. Na, es passt jetzt ja eigentlich nicht mehr hin zu In Your Face. Ich glaube, das ist so, ist a Let Me Google That For You für Podcast-Feeds. Okay. Ja. Ja. Let me Google That For You. Nur freundlicher. schön. Eine gute Möglichkeit. Und die URL ist aber dann, also auf seinem Server oder so, wird die dann aufgelöst, ne? Ja. Die Webseite muss ja irgendwo zu Hause sein. Genau, die Webseite ist auf einem Podlove-Server, richtig. Podlove.org. Hm. Okay. Jo. Genau, das Ding muss ja auch nicht allzu viel tun eigentlich. Mhm. Man liest den Feed. Ich überlege mir gerade ein, wie sagt man so schön, ein Use Case. Naja, zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber wenn man da jetzt noch so einen QR-Code einbauen würde, dann könnte man den zum Beispiel direkt auf die Webseite, auf seine Visitenkarten drucken oder sowas und den Link dann darüber verteilen. Also da sind natürlich noch Möglichkeiten, die man da drum spinnen kann, so gesehen. Und oder halt auch, ja, Social Media Sharing, ne? Also du willst speziell jetzt deinen Podcast-Feed bewerben, ne? Das ist halt, aktuell müsstest du dir halt selber so eine Seite bauen, was jetzt nicht super aufwendig ist, aber das muss man ja auch schon können, ne? Also ist jetzt nicht so einfach und ja. Oh, ist eine Abkürzung. Ja. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich den eigentlich immer etwas zweckentfremde, wenn ich irgendwo den Player, den Podlove Pub, mein Gott, wie heißt denn das Ding jetzt wieder? Also dieses Ding, dieses, wie heißt es? Subscribe-Button. Subscribe-Button, mein Gott. Ja, wenn ich den irgendwo sehe, dann klicke ich da meistens drauf unter Other App und dann hole ich mir da nur die Feed-Datei raus, also den Pfad zur RSS-Datei und trage die dann wieder oben irgendwo ein, wo ich meine, sie brauchen zu können. Also ich benutze die Funktionen des Subscribe-Buttons gar nicht so richtig. Von daher bin ich vielleicht auch nicht die Zielgruppe dafür. Nicht so richtig. Nur ein bisschen. Ja, also ich benutze ihn schon ganz gerne, weil es relativ einfach ist, einen neuen Feed auch einzutragen oder halt die Feed-Suche im Podcatcher. Je nachdem, was gerade schneller geht. Ja. Ja, da die Feed-Suche. Na, sowieso das Beste. Okay, ja, schönes Feature. Gut, haben wir das, glaube ich, durch. Jetzt habe ich das auch verstanden. Wenn ich es verstanden habe, dann haben es wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer auch verstanden. Eine andere technische Frage kommt von Lars. Du hast was gefunden, was Skype jetzt neuerdings kann. Ja, noch nicht ganz kann. Ich bin jetzt heute arbeitsmäßig ein bisschen im Hintertreffen gewesen, aber ich versuche trotzdem mal ein bisschen was dazu erzählen. Also Skype bekommt noch im Juli eine Reihe neuer Funktionen und da sind dann auch Vorbereitungen dabei für Dinge, die dann auch kommen könnten. Und da ist sicherlich eine der interessantesten Möglichkeiten die, dass man eben mitschneiden kann, wobei dieses Mitschneiden dann direkt in die Cloud läuft. Das ist also keine lokale Aufnahme, so wie wir das jetzt hier bei Studio Link machen. Aber man kann eben dann einen Mitschnitt ohne weiteres Brimborium machen, auch wenn der dann in der Cloud landet, was immer man davon dann halten möchte. Jetzt habe ich irgendwo gerade noch ein Fenster offen gehabt mit mehr. Sonst, Sebastian, hast du gerade noch mehr parat, bis ich das Fenster gefunden habe? Ja, als ich das gesehen habe, dass es das gibt, ist mir dann noch mal was anderes bei der Recherche aufgefallen. Es gibt wohl schon seit längerem so ein Hidden NDI-Button. Das ist ein Protokoll. Ein was? NDI. Hä? Bitte nochmal von vorne. Es gibt seit längerem ein was? Ein NDI-Schalter. Also der wird wohl jetzt in der neueren Version jetzt wohl auch fast überall angezeigt. Das ist ein Protokoll quasi, das wohl auch viele im Videoschnittbereich benutzen und dann quasi zur Aufnahme solcher Geschichten nutzen. Und das scheint dann auch wirklich lokal zu sein. Ich weiß nicht genau, wie es
funktioniert, was alles mitschneidet. Aber das wäre eine Schnittstelle, über die eine Aufnahmefunktion, wenn man so eine Videoschnittsoftware hat, dann auch nutzen könnte. Also das wäre dann nicht nur cloudbasiert, sondern wahrscheinlich wirklich lokal. Okay. Ist Skype denn jetzt eigentlich schlechter geworden oder gleich geblieben oder besser geworden? Man hört so unterschiedliche Dinge. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr genutzt. Habt ihr Erfahrungswerte? Ich habe keine Erfahrungswerte. Also ich nutze es höchstens mal zum Chatten, aber das ist sehr, sehr selten und Videocalls auch eher selten. Die paar Male, die ich es benutzt habe, fand ich es im Vergleich zu dem, was wir sonst gewohnt sind, eher grützig. Ja, aber ich, also das letzte Mal, als ich es benutzt habe, schon eine Weile her, da habe ich noch gedacht, ach, ich habe doch hier mit Travis aus Amerika über Skype gesprochen und das war echt stabil, also ich war überrascht. Stimmt, der hat ja irgendwas aufgenommen. Oh ja, ich habe versucht, was im Englischen zu beschreiben. Da reden wir lieber nicht drüber, ich hoffe, er schneidet das alles raus, was er gegen uns benutzen will. Okay, aber das Skype war stabil, im Gegensatz zu mir. Gut. Dann kommen wir weiter. Sebastian hat herausgefunden, dass jemand in Schwierigkeiten steht. Ja, die haben mir eine E-Mail geschickt. Genau, also LiberaPay haben wir vor ein paar Monaten, ist das glaube ich schon her. Ja, wenn das nicht sogar schon letztes Jahr noch war, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, darüber haben wir schon mal gesprochen, das ist ein Zahlungsdienstleister, der quasi Spenden verteilt und das halt auf eine sehr schöne Art und Weise, das heißt einfach selber die Zahlungsgebühren einfach weiterreicht und selber eigentlich gar nichts daran verdient, sondern halt auch selber von Spenden eigentlich nur sich finanziert. Hat jetzt allerdings Probleme, weil der jetzige Zahlungsdienstleister relativ kurzfristig die rausschmeißt. Das ist die Firma MangoPay. Ja, da haben jetzt alle eine E-Mail bekommen, dass man sein Geld erstmal abholen soll, bis halt irgendwann klar ist, ob ein neuer Zahlungsdienstleister gefunden werden kann. Und ja, wie es dann weitergeht, wird sich dann entscheiden. MangoPay verweist da so ein bisschen auf ihre AGBs. Ich glaube, generell ist das Problem für MangoPay an dieser Stelle so ein bisschen die Tatsache, dass halt LiberaPay selber so ein bisschen Zahlungen verteilt und Finanzdienstleister ist, in diese Richtung geht. Also wenn man die AGBs so ein bisschen querliest, dann sind das immer so Produkte, Dienstleistungen, die sie nicht so gerne mögen. Ja, aber so einen richtig genauen Grund haben sie eigentlich nicht geschrieben. Und außer, dass ich jetzt LiberaPay leider einen anderen Zahlungsdienstleister suchen muss. Aber vielleicht, LiberaPay hat auch schon in einem Blogbeitrag geschrieben, dass sie auch nicht ganz zufrieden waren. Gerade mit so amerikanischen Währungsumtauschgeschichten gab es wohl irgendwelche Probleme. Und da jetzt auch eine Chance zu sehen, quasi ihr Konzept halt da auch besser mit einem neuen Zahlungsdienstleister umsetzen zu können. Ja, das war es in Kürze. Also man kann jetzt, also jeder müsste eigentlich jetzt so einen Link bekommen haben, da kann man dann draufklicken und sagen, entweder verteile, was ich noch an Guthaben habe, an alle, denen ich aktuell spende, oder halt zahle es mir bitte aus. Die zwei Optionen gibt es da zum Beispiel und ja, das war es dann eigentlich auch schon dazu. Ich weiß ja nicht, ob der Tim Prittler auch LiberaPay im Einsatz hat, aber wenn es so ist, dass jemand aus LiberaPay vielleicht rausgeht und Tim Prittler unterstützen möchte, der hat da gerade so eine Aktion laufen, 1001 Überweisungen, die Daueraufträge oder sowas. Also dann lieber umstellen auf Dauerauftrag und IBAN. Ich glaube, dann kommt er auch auf seine 1001 Kunden, die er da haben möchte. Das hat er in der vorletzten Freakshow in Länge und Breite ausgerollt. Das war ganz interessant zu hören, wie er das gerne hätte. Ganz witzig. Das war nur so ein Randgedanke. Und dann jetzt habe ich
weil es gerade so schön reinpasst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kennt ihr Deutschlands erstes und bestes und schönstes Podcast-Festival? Mhm. Ja, Podstock, ich höre Podstock, stimmt aber gar Juppie. Nicht. Es ist was anderes, es ist, Gott, wie heißt das? Auf die Ohren. Auf die Ohren. Jedenfalls nach den Aussagen der Macherinnen und Macher dort. Also es gibt ein Podcast-Label, die heißen auch, glaube ich, Auf die Ohren, ja, ist das richtig? Und die dort unter dem Label zusammengefassten Podcasterinnen und Podcaster veranstalten auch ein Festival irgendwo im Osten in Potsdam, in der Nähe von Potsdam. Du, Sebastian, hattest ja mit dem mal ganz kurz Kontakt aufgenommen, ne, mit dem Organisator. Was hat er denn noch geschrieben? Ja, war eigentlich ganz netter Kontakt. Also es ging halt darum, dass sie halt auf der Website wirklich das mit diesem ersten Festival hatten. Da hatte ich dann nur freundlich mal geschrieben, dass das nicht so ganz stimmt. Und das hat er dann auch geändert. Also das war jetzt kein Thema und war alles gut. Ja, nee, also das sollte jetzt eigentlich auch nicht böse rüberkommen. Nur es gibt halt, also du weißt, Podstock zu organisieren, ist eine Herausforderung. Es gibt 1000 Fragen und wo macht man es? Das fängt schon mit der Location an. Und dieses Auf die Ohren Festival hat sich auch eine Location gesucht, und zwar in einem Naturschutzgebiet, und hat mal angefangen, eine Bühne in einen See zu bauen, was gleich die Bürgermeisterin auf die Palme gebracht hat, und es hat Ärger gegeben im Staate Potsdam. Das war ganz witzig. Der Sascha Erler hat mich vor ein paar Tagen darauf aufmerksam gemacht. Der Lars schreibt gerade schon diese Links in den Chat rein. Das ist ganz spaßig zu sehen. Jetzt werden sie es wahrscheinlich dann doch machen können. Ehrlich gesagt bin ich mal ziemlich neugierig auf Erfahrungsberichte von diesem Festival. Ob das so ähnlich wie Podstock ist oder doch ganz anders. Naja, wahrscheinlich ganz anders. Oder ob das überhaupt so ans Laufen kommt. Da werden nämlich zum Beispiel noch freiwillige Helfer gesucht, da soll einiges mitgemacht werden, selbst getragen werden und so. Und das ist ja nicht, also es ist auch eine Herausforderung. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Guckst du da auch mit Neugier drauf oder ist dir das eigentlich ganz egal, weil du mit deiner eigenen Planung so zu tun hast? Ja, also ich bin schon sehr stark jetzt gerade in der Endphase von der Podstock-Planung, sodass mir für sowas jetzt da auch nicht ganz so viel Zeit und aber das kann ja jeder, das ist ja, es ist spannend. Also ich meine, ich würde mich auch mal über Erfahrungsberichte freuen. Vielleicht kann man ja aus der ein oder anderen Idee auch mal was machen. Aber ich glaube, an Ideen mangelt es uns tatsächlich nicht bei Podstock. Aber könnte spannend werden und vielleicht versorgt uns ja der Sascha Erler, der Flachland-Reporter, auch nach Durchführung dieses Treffens dort mit Informationen. In der letzten Ausgabe des Flachlands-Reporters hat er nämlich relativ am Ende auch nochmal dazu was erzählt. Also wer das aus seinem Mund hören möchte, ist da gut mit beraten. Nicht gut mit beraten sind wir dieses Mal mit den... Ach nee, Setzlinge kommen erst noch. Ich wollte sagen, ich habe keine Setzlinge, aber wir kommen ja erst zum Blühkalender. Haha, dann machen wir erst den Kalender, genau. Wie immer das Mikro an Lars. Jo, und zwar geht's wie immer um die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate und wie immer stammen die aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Ich erlaube mir dann heute ein paar wenige Tage dran zu hängen, um noch 2 weitere Veranstaltungen mit rein zu fischen. Von der ersten Veranstaltung haben wir gerade schon gehört, das ist in der Nähe von Potsdam, das Festival Auf die Ohren, das ist am 28. und 29. Juli und zwar am Fahrländer See. Es ist ein Podcast-Festival, so sagen sie, und es soll Acts und Workshops geben. Weitere Infos sollen da aber auch noch kommen. Weitere Infos gibt es aber unter auf-die-ohren.com.
von einem Festival dann zum nächsten. Bei dem wissen wir schon ziemlich genau Bescheid, was uns eigentlich erwartet. Das ist vom 17. bis zum 19. August und es heißt Podstock. Das ist dieses Mal in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Und Sebastian, ich glaube, man kann immer noch Dinge einreichen, wenn man möchte, oder? Einreichen eigentlich nicht mehr. Also, ja, wäre jetzt schon sehr kurzfristig. Also fürs Programm, fürs offizielle Bühnenprogramm sind wir eigentlich schon ziemlich voll. Aber natürlich so Workshops oder so Kleinigkeiten kann man immer natürlich machen, auch vor Ort nochmal irgendwie uns Bescheid sagen, dann schreiben wir es noch mit ins Programm rein, klar. Ah ja. Was es schon gibt und so, das kann man nachlesen unter podstock.de. Da gibt es auch alle weiteren Infos und Links zum Ticketsystem und so weiter. Und wer noch ein bisschen mehr Podstock-Lift schnuppern möchte, der kann auch beim Auf- und Abbau helfen. Dafür gibt es am 16. und am 20. August noch zusätzliche Tage. Da wird dann ordentlich gerödelt. Dann springen wir auch schon in den September. Vom 8. bis zum 15. gibt es die digitale Woche Kiel. Und im Rahmen dieser Woche gibt es dann am 15. September wieder einen Podcast-Tag. Geplant sind da Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Dann am 30. September ist wieder der International Podcast Day. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen, wie das funktionieren soll, was man da selber tun kann, wie man sich beteiligen kann. Das kann man nachlesen im Web unter internationalpodcastday.com. Alles in einem Wort. Dann treffen sich auch die WissenschaftspodcasterInnen wieder, dieses Mal in Kiel. Das Treffen heißt weiterhin Ganzohr und das ist dieses Jahr vom 28. bis zum 30. September. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter wissenschaftspodcasts.de. Dann das letzte Potto ist noch gar nicht lange her, aber das nächste taucht schon wieder in der Liste auf. Das ist am 5. Oktober. Das findet wie immer statt im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Alles weitere kann man auch finden unter potruhe.de. Dann gibt es am 20. Oktober eine Feier, nämlich der Podcast Omega Tau, der feiert sein 10-jähriges Bestehen und das Ganze findet dann statt in Frankfurt am Main. Da gibt es ein HörerInnen-Treffen, Vorträge, Essen und natürlich eine Party. Am Nachmittag gibt es außerdem die Möglichkeit, das Senckenberg Naturkundemuseum zu besuchen. Wie das alles funktioniert, was man tun kann, wie man es buchen kann und so, das findet man alles unter omegataupodcast.net. Und als letzten Termin für heute habe ich Bits und so, ja, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, Hashtag 500-600. Das ist am 21. Oktober in München im Freiheits. Los geht's da um 14 Uhr, wobei dabei steht, dass sich das noch ein bisschen auch verschieben kann. Unter bitsundso.de, wenn ich dir das jetzt richtig im Kopf habe, die habe ich mir tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben. Sekunde. bitsundso.de, da gibt's weitere Infos dazu. Und ansonsten, wenn die Links zu schnell gingen und so, im Terminwiki im Sendegate, da ist das alles auch nochmal aufgeführt und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge, die lesen wir dann hier beim nächsten Mal auch mit vor. Das wär's für dieses Mal. Super, dankeschön. Jetzt habe ich nur gehört, dass du gesagt hast, die Ganzuhr findet in Kiel statt. Habe ich Kiel gesagt? Ich meine, das ist nur um Verwirrungen vorzubeugen. Es ist Wien. Da habe ich mich auch verhört. Aber In Österreich, in Wien. Kiel in Österreich, genau. Ja, das österreichische Kiel. Dann sehen wir das an der Stelle. Gut, vielen Dank. Kiel for the Wind. Ich schließe da nichts aus. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt nicht zu den Setzlingen, weil ich keine habe. Also ich meine, ja doch, ich habe einen, aber den kann ich nur nennen. Ich habe leider nichts vorbereiten können. Machen wir einfach der guten Form halber trotzdem den Trailer. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal den neuen Podcast Podigy Podcast News erwähnen. Marty hatte es ja gerade schon erwähnt. Da gab es vor kurzem am 26. Juni auch einen Tweet, der hieß, er ist da, er ist endlich da. Wir starten mit dem zweiwöchentlichen Format Podigy Podcast News. Hier geht's zur ersten Folge und zum Subscribe-Button. Und dann ist das Podcast-News.podigy.io
/1- Naja, das müsst ihr alles gucken. Also auf der Seite von Podigy wird man wahrscheinlich entsprechend weitergeleitet. Da also der Haus-Podcast von Podigy, von diesem Dienstleister, der uns, wenn wir das möchten, alles Technische aus der Hand nimmt. Mehr Setzlinge habe ich dieses Mal nicht. Es ist gerade, obwohl Ferienzeit ist, ziemlich rummelig. Nicht nur bei mir, sondern ich höre das auch bei anderen. Deswegen müssen wir auch an der Stelle ein kleines bisschen kürzer machen. Dann kommen wir schon zu den Blütenschätzen. Ach, eine gute Fee hat hier den Blütenschatz von Marti gleich aufgeschrieben. Noch einmal der Hinweis auf 4000herz.de, die Serie Schluss mit dem Untertitel Schluss, eine Liebesgeschichte. Marti hatte ja gerade erwähnt, dass das etwas ist, was ihn in der letzten Zeit besonders berührt hat. Wenn ich jetzt einfach mal diese Liste hier so durchgehe, dann steht da mein eigener Name als nächster und ich habe einen Blütenschatz mitgebracht. Das ist der Max Jakob Ost, den wir unter den Genetzer kennen, der ja hier auch schon mal zu Besuch gewesen ist auf der Gartenbank. Und der macht verschiedene Angebote, wie wir ja damals gehört haben. Eines davon ist das Tribünengespräch, wo er Dinge bespricht aus seinem Fußballuniversum, die jetzt nicht mit dem direkten Spielgeschehen zu tun haben, sondern so mit dem Hintergrund. Und die aktuelle Folge oder die neueste Folge heißt der FIFA-Prozess. Also, was hat das mit diesen Bestechungsvorwürfen bei der FIFA auf sich? Ein ziemlich gewichtiges Thema, mitten in die WM hinein terminiert, ganz schön mutig. Er hat eine eigene Beschreibung und das heißt, 2015 platzte eine jahrelang vorbereitete juristische Bombe. Die USA verklagten hochrangige FIFA-Offizielle wegen Korruption und anderer Delikte im Mafia-Stil. Wir arbeiten den Prozess mit dem in New York lebenden Journalisten Jürgen Kalver auf. Also Jürgen Kalver ist auch dabei und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch eine Schalte zwischen den beiden, also zwischen New York und wo immer Max auch lebt hier in Deutschland. Und man hört es natürlich nicht. Es wird Studio Link sein und es ist genial, zusammen zu hören. Ich bin ein kleines bisschen traurig, dass ein dicker Mensch dort sehr schlecht in der Beschreibung von Max wegkommt. Das kreide ich der Episode an. Ansonsten ein sehr spannender Einblick in das, was da damals geschehen ist. Also wer sich über die Methoden der FIFA ein bisschen mehr informieren möchte, dem sei das ganz besonders empfohlen. Das Tribünengespräch vom 12. Juli 2018. Von meiner Seite. So, dann haben wir einen Blütenschatz vom Lars. Lars, was hast du denn für uns? Ja, ich habe, ich will nicht sagen einen Klassiker mitgebracht, aber ob der kurzen Folgen, die dieser Podcast hat, hatte ich tatsächlich auch in der knappen Zeit jetzt zwischendurch immer wieder mal die Möglichkeit, einen dieser Podcast-Häppchen mir einzuverleiben und habe tatsächlich über die letzten Wochen und Monate alle erschienenen Folgen nachgehört. Und der Podcast, um den es geht, ist das Geheime Kabinett vom Butler. Und das ist dann mein Blütenschatz, weil ich beim Hören einen ziemlich großen Spaß hatte, denn der Mann kann einfach formulieren und auch in den beiläufig wirkenden Texten sind immer wieder kleine Doppeldeutigkeiten, Wortspielereien und solche Sachen drin. Von dem reinen Geschichtswissen und Faktenwissen, was da alles so mit durchkommt, mal ganz abgesehen, das ist einfach ein wunderschönes Paket und irgendwie ist es gerade ein bisschen schade, komplett durch zu sein, aber den Podcast gibt's ja noch und es erscheinen auch immer wieder mal neue Folgen und auf jeden Fall ist das heute mein Blütenschatz. Der Butler, den habe ich nur in bester Erinnerung. Ja, sehr schön, sehr schön. Den hatten wir ja als Gast im letzten Jahr bei Podstock auf unserer Bühne, wo es so kalt und so nass war. Aber er hat sich tapfer geschlagen. Das war lustig. Okay, und dann
den Blütenscherz vom Sebastian. Was hast du denn für uns? Ja, und zwar geht es um die Makerin, YouTuberin Simone Judge. Die hat quasi, also die baut, also die kennt man vielleicht schon mal, hat jeder vielleicht schon mal irgendwie gesehen, so ein Video von ihr, wo sie halt Roboter baut, die halt nicht immer das tun, was sie sollen. Und das auch so ein bisschen das Konzept dahinter ist. Ja, aber ihr wurde quasi, ja, wann war das? Ich glaube im Mai, die Nachricht überbracht, dass sie einen Gehirntumor hat und der halt operiert werden musste. Und zum Glück war irgendwie wohl schon relativ schnell klar, dass es kein so aggressiver Tumor ist, der sich also gut operieren lässt, aber durchaus natürlich eine Diagnose, die, glaube ich, ziemlich kräftezehrend ist. Und sie ist damit sehr öffentlich umgegangen. Und gerade auch diese Anteilnahme, die da, also normalerweise sind YouTube-Kommentare ja doch immer sehr schwierig, aber in dem Fall und auch über Twitter und so weiter habe ich da eigentlich nichts wahrnehmen können, was irgendwie merkwürdig war, sondern es war alles sehr, eine sehr große Anteilnahme im Internet, die einfach sehr viel Emotionen durchgebracht hat. Und ja, und jetzt die Tage hat sie halt, ist jetzt die sechswöchige Phase ihrer Recovery so gesehen durch, und sie hat jetzt nochmal so ihre Erfahrungen geschildert und auf ihre Art und Weise, und ja, das hat mich doch sehr bewegt und gefreut, dass das alles so gut gegangen ist. Das ist eine ziemlich beeindruckende Narbe, die sie da in die Kamera hält, ne? Ja, sie geht da auch. Das war halt hinter dem rechten Auge quasi, saß ja zwischen Gehirn und rechten Auge und hat da jetzt so eine Titangewebe quasi zur Abtrennung reinbekommen. Das ist schon, das war schon kein leichtes Ding. Und krass auch, was die Summe war. Also die kriegen ja in den USA dann da auch die Rechnung für, und das sind irgendwie über 200.000 US-Dollar. Aber sie hat zum Glück eine Versicherung und muss das nicht selber zahlen. Ist auch schon mal so eine krasse Geschichte, wenn man dann überlegt, dass Menschen dort keine Versicherung haben und das dann selber tragen müssten. Das ist schon heftig. Ja, ich lobe meine GKV und du wahrscheinlich deine PKV. Ja. Das ist echt, das ist ein Segen, dass wir das haben. In den USA ja nicht flächendeckend, was eigentlich eine Schande ist für so ein industrielles Land, Industrieland, aber gut, es gibt noch andere Dinge, wo man sagen könnte, Schande, USA, aber das wollen wir jetzt lieber nicht vertiefen hier. Ja, freuen wir uns damit, dass Simone da jetzt offenbar auf dem Wege der Besserung ist, und ja, ich habe das zwar nur ganz aus der Entfernung gesehen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass einem das sehr nahe geht, wenn man das länger begleitet, das Ganze. Schön, meine Herren, da sind wir durch für heute. Mal nicht so lang, das tut ganz gut, glaube ich. Könnte uns ein Beispiel sein für die Zukunft. Ja. Der nächste Sendegarten wird ja auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Also wir haben vorhin überlegt, der nächste wird die Aufnahme vom Podstock sein. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 4 Wochen Luft. Das liegt am... Oh, schade, schon zu Ende. Ja, komm, Herr Keith is calling. Du kannst ja noch ein paar alte anhören. Wir haben ja was im Archiv. Ja. Ich lese gerade im Chat mit, das soll ich ja nicht tun, sonst komme ich wieder ganz durcheinander. Ja, ist das Ende. Ja. Das heißt, dann machen wir wieder ein Vorort vom Podstock. Das wird natürlich ein bisschen kürzer sein, wie gerade erwähnt. Kürzer? Ja, wir haben dann nur einen 1,5-Stunden-Slot zur Verfügung bekommen vom Organisator. Was? Komitee. Ja. Das ist ja... Das kann ja, anschließend kommt noch Feuerschlucken und Bauchtanzen. Da müssen wir natürlich die Bühne räumen, ist doch klar. Oder tanzen mit. Ja, wir können auch mittanzen, natürlich. Also Bauch wäre vorhanden. Ob das mit dem Tanzen so klappt, weiß ich nicht. Nach dem Sendegarten am Podstock ist alles möglich, ganz klar. Oh Gott, meine Fantasie macht gerade Sprünge.
Gut, für heute soll es das aber gewesen sein. Ich möchte nochmal danken allen Hörerinnen und Hörern, die das jetzt hier live verfolgt haben und aber auch diejenigen, die im Chat hier sich beteiligt haben. Natürlich auch die Konservenhörerinnen und Hörer. Dafür ist Podcast ja eigentlich da, dass man das zeitsouverän genießt und immer mal wieder reinschaltet, rausschaltet, die Pausentaste drückt. Es gibt so Beratermenschen, die haben in den letzten Tagen behauptet, dass ein guter Podcast nur 60 Minuten lang sein darf. Ich bin etwas anderer Meinung, aber Berater dürfen natürlich erzählen, was sie wollen. Ich weiß, wo die Pausentaste ist, ich weiß, wo die Stopptaste ist. Ich kann auch abends weiterhören, wenn ich morgens was angefangen habe und komme trotzdem wieder rein. Ich weiß nicht, ob das so eine besondere Fähigkeit meinerseits ist. Ich glaube, diese Fähigkeit hat eigentlich jeder. Und die Souveränität über die Start- und Stopptaste sagt man auch niemandem nehmen, finde ich. Mhm. Ich notiere dann bitte? Für 2019 Sendegarten 60 Minuten, richtig? Haben wir ja schon alles durchprobiert. Funktioniert ja nicht. Du siehst ja, ich wollte mit Marti maximal, also er hat gesagt eine Stunde. Dann habe ich gesagt, na komm, anderthalb. Ja, anderthalb. Jetzt sind es zwei geworden. Und es war ja nicht langweilig. Was will man machen? Immer wieder. Ja. Ja. Ach ja. Ach ja, wenn es eben läuft, dann läuft es. Ich meine, wenn es nicht, wenn wir nach 45 Minuten durch sind, ja, dann hören wir halt nach 45 Minuten auf. Das ist ja auch keine Schande. Also muss ja nichts in die Länge ziehen, außer die Verabschiedung jetzt hier. Weil ich auch noch nicht so richtig zum Gehen bereit bin. Das liegt an der Mate, die ich getrunken habe. Aber gut, also ich hatte angefangen, mich zu bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, Chatterinnen und Chattern und natürlich auch bei den zwei Sendegärtnern, die heute mit mir gemeinsam hier den Garten gehütet haben. Ja, danke Sebastian, danke Lars. Mhm. Gerne. Und nochmal danke an den... Achso, Entschuldigung, was denn? Ich sagte, wie immer eine Freude. So. Und nochmal danke an Marti in Abwesenheit sozusagen und Grüße auch an Ben. Ich glaube, wir haben nicht zu schlecht über ihn gesprochen. Nein, das haben wir gar nicht. Alles klar. Also, dann vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.